und freue mich, dass wir zu diesem Thema die tatsächlich besten Gäste haben, die man in der Bundesrepublik zum Thema haben kann. Das behaupte ich so, weil wir hier zwei Bibliotheksvertreter haben, die jeweils für Einrichtungen stehen, die Pionierinnen sind. Herz Sisovius, ganz am Rand, ist in der Staats- und Universitätsbibliothek in Bremen. Und das ist ja bekanntlich die Einrichtung, die schon früher als alle anderen wissenschaftlichen Bibliotheken angefangen hat, sich mit dem Thema jüdischer Besitz in unseren Beständen zu beschäftigen, was damals in der Branche alles andere als selbstverständlich war. Da werden wir vielleicht darüber sprechen, dass da auch durchaus man sich unbeliebt gemacht hat. Und Robert Langer hier in der Mitte ist extra aus Bautzen heute angereist, weil Bautzen die erste öffentliche Bibliothek ist in Deutschland, also öffentlich im Sinne von kommunal getragen, die auch systematisch und mit Erfolg bereits nach Raubgutbeständen sucht. Also wenn man da ganz genau sein will, dann gibt es noch zwei weitere. Es gibt den Berliner Sonderfall und es gibt Nürnberg, die schon aus bestimmten historischen Gründen auch schon was gesucht haben, aber jetzt sozusagen in der aktuellen ÖB, also öffentlichen Bibliothekslandschaft, ist Bautzen absolut Pionier und bin froh, dass Sie sozusagen das hier beides vertreten, den wissenschaftlichen und den öffentlichen Bereich. Und Frau Lison steht für alles. Frau Lison ist die Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes, ist natürlich auch hier in Bremen die Direktorin der Stadtbibliothek, aber heute ausdrücklich nicht in dieser Eigenschaft hier, denn die Stadtbibliothek ist von dem Thema nicht betroffen, sondern ist hier als für den Überblick. In dem Fall sind Sie, glaube ich, auch noch im Weltverband der Bibliotheken Vizepräsidentin oder Im sowas. Europäischen Verband. Ah ja, Europa. Gut, wollen wir nicht übertreiben? Nee. Und herzlich begrüßen darf ich auch Frau Müller, Danke. Die Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek in Bremen, die wir sicher auch ansprechen können, wenn es da noch Fragen gibt. Auch Herr Babendreier ist hier, der auch in der Staats- und Universitätsbibliothek tätig war, genau in der Zeit auch, wo die Provenienzforschung dort begann. Von daher bin ich froh, dass wir ein kompetentes Publikum haben, klein, aber sehr fein, und wir dann also zusammen ins Gespräch kommen können. Ja, jetzt rede ich leider noch ein kleines bisschen weiter, bevor die eigentlichen Experten zu Wort kommen. Ich wollte ganz kurz anhand von ein paar Bildern das Thema erläutern. Also wenn wir über Raubgut in Bibliotheken sprechen oder verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut, das wäre der korrekte Terminus, dann reden wir natürlich über jüdischen Besitz, aber auch über Besitz aus Gewerkschaftsbibliotheken oder auch von kommunistischen Buchhändlern, von Parteien. Auch Bücher aus polnischen Adelsbibliotheken zum Beispiel wurden geplündert und überhaupt überall, wo die Wehrmacht Länder erobert hatte, wurden auch Buchbestände geplündert. Zum Beispiel hat die größte Bremer Spedition, deren Namen ich jetzt heute mal nicht nennen will, heute Abend ausnahmsweise, hatte zum Beispiel den Auftrag, die Hohe Schule, die sogenannte Hohe Schule in Frankfurt, mit Büchern auszustatten. Die Hohe Schule war gedacht als Parteischule der NSDAP. Dafür wurde insbesondere auch in Frankreich Bestände geplündert, die diese Firma dann transportiert hat. Ja, ein großer Teil ist aber natürlich jüdischer Besitz und deswegen dieses Schaubild, einfach um nochmal diese Denke des Nationalsozialismus deutlich zu machen, dass Arisierung eben kein Raub ist, sondern in der NS-Vorstellung die Wiederherstellung eines natürlichen, richtigen Zustandes. Also dass jüdische Menschen Besitz haben, ist sozusagen der Unrechtszustand durch die Arisierung, die Rückführung des Besitzes in Volksgut, daher diese Spiralbewegung in einen richtigen Zustand versetzt wird, und das umfasst dann eben einfach alles. Die Bücher sind es hier nicht eingezeichnet, aber sind natürlich immer mit gemeint. Wie kamen diese Bücher sozusagen in den Besitz der Bibliotheken? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum Bremen doch eine besondere Rolle spielt. Über Bremen lief viel Auswanderung. Das waren dann Container, also Liftvans von Auswanderern, die diese Liftvans aber oft nicht mehr mitnehmen durften, die dann hier konfisziert wurden und bei Judenauktionen versteigert wurden, wo dann die hiesigen Bibliotheken Zugriffsrechte hatten, Vorgriffsrechte. Also der berühmte Herr Knittermeier, ich glaube, der war drei vor Ihnen im Amt in der Stadtbibliothek, das ist gar nicht so lange her, ne? Es waren Nein. nur Frau Höhns Frau Höhl und und Herr Herr Mewissen, Mewissen, genau. Und ja. dann, als Herr Knittermeier das in den 30er, 40er Jahren das genutzt hat, damit seine Bestände anzureichern, also das sind hier diese Container. Sowas findet sich dann in den Zugangsbüchern der Staats- und Universitätsbibliothek hier mit der Bezeichnung Judaukt, können Sie sehen oben, also Judenauktionen. Aber auch Beschlagnahmung Volkszeitung, also wie gesagt, nicht nur jüdischer Besitz, sondern auch politische Gegner wurden da beraubt. Hier
sieht man sozusagen eine andere Form, wie mit noch gröberen Methoden Bücher akquiriert wurden für Bibliotheken. Das ist hier die Ausplünderung des Karl-Liebknecht-Hauses in Berlin, also der Kommunistischen Parteizentrale. Dann stapelte sich das auch in den besetzten Ländern. Hier sind wir in Riga, wo solche Bestände zusammengeraubt wurden. Hier sind wir in Reval. Und jüdische Menschen wurden auch zwangsweise verpflichtet, solche Bücher dann zu sortieren, die dann so abgepackt eben versendet wurden zu Bibliotheken. Das ist jetzt ein Bild aus Prag. Also ich kreise sozusagen durch Europa, um zu zeigen, wie umfassend diese bibliothekarischen Raubzüge auch waren. Und dann hat die Treuhandstelle in Prag, also Treuhandstelle sind diese Ämter, die für die wirtschaftliche Verwertung von Besitz in den besetzten Gebieten zuständig sind, hat dann solche Plakate drucken lassen, wo dann eben steht, diese 1,3 Millionen Bücher wurden bereits erfasst. Die Erfassung aussah, haben wir vorher gesehen. Und das genügt, um 2600 Büchereien vorschriftsmäßig einzurichten. Ja, wo sind die Bücher heute? Das natürlich oft nicht mehr auffindbar, aber eben zum Teil auch in Beständen wie hier in der Staatsuniversitätsbibliothek Bremen oder auch in Bautzen, wo wir jetzt endlich bei Ihnen sind, bei den Referenten. Ich habe jetzt genug gesprochen und hier sehen wir, ja, was sehen wir hier, Herr Langer, was ist das hier für ein Band? Das ist nicht der jüngste Fund, über den wir sprechen gleich ausführlich, sondern ja, ein anderer Fund. Ja, schönen guten Abend. In der Stadtbibliothek Bautzen wird seit 2014 ein NS-Raubgut-Projekt durchgeführt. Und als ich dort damit angefangen habe, kam mir erstmal der Kommentar der Kollegen entgegen, also Raubgut bei uns, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also das glaube ich nicht, wie sollte das passiert sein? Das war natürlich jenseits der Vorstellungswelt, es hat verschiedene Gründe, unter anderem eben, dass öffentliche Bibliotheken nicht so gut, eigentlich gar nicht ausgestattet sind mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und oft auch noch nicht mal mit wissenschaftlichen Bibliothekaren, die sich mit den Beständen beschäftigen könnten. Zum anderen ist natürlich in die Bibliotheksgeschichte dadurch auch der letzten 70 Jahre überhaupt nicht aufgearbeitet und man weiß gar nicht, was man dort hat. Um also in Bautzen zu beginnen, überhaupt zu forschen, musste man erstmal Akten wälzen und die Institutionsgeschichte aufarbeiten. Also man konnte nicht einfach irgendwo ans Regal gehen und dort irgendetwas finden, sondern erst sich einen Überblick darüber verschaffen, was sind die Zugangswege gewesen, wie ist das überhaupt alles hier zustande gekommen. Die Stadtbibliothek Bautzen hat nun eine Geschichte, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht. Das heißt, der Oberbegriff für das, was wir machen, nennt sich ja Provenienzforschung, also die Forschung nach der Herkunft der Bücher. Und da ist die NS-Raubgutforschung ja ein Teil nur davon. So eine Stadtbibliothek, das kennt man sicherlich auch aus Bremen, wurde über Jahre, Jahrhunderte aufgebaut, immer wieder durch Schenkungen, durch Nachlässe, durch Ankäufe, die ganz legal gewesen sind, die aber auch in den Jahrhunderten zuvor nicht sonderlich dokumentiert waren. Und dann ist eine besondere Zäsur das 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert hat zum einen die Entwicklung des Volksbüchereiwesens stattgefunden. Also das geht auch bis zum 19. Jahrhundert zurück, aber das 20. Jahrhundert war in Bautzen zumindest sehr prägnant. Dort hat man alle Bibliotheken zusammengefasst und in der Zeit der Rezessionen konnten einzelne Träger sich nicht mehr halten. Das wurde alles an die Stadt abgegeben und immer mehr kam dazu. Und irgendwann war ein Bestand von in Bautzen ungefähr 80.000 Büchern Altbestand. Es ist also die Stadtbibliothek Bautzen, ist eine öffentliche Bibliothek. Das, was jeder so kennt, wenn er so in eine Stadtteilbibliothek geht, mit einer ganz einfachen Standortsignatur, wo dann einfach K500 steht oder so etwas zum Beispiel und dort findet man verschiedene Bücher. Aber es gibt eben auch diesen Altbestand, der extra magaziniert ist, wie das in wissenschaftlichen Bibliotheken hauptsächlich ist und wo jedes Buch eine ganz spezielle Signatur hat. Und wenn man Glück hat, findet man die dann auch in den Akten oder in den Zugangsbüchern wieder. So. Was haben Sie hier gefunden? Was ist das hier für ein Wälzer, wenn ich das so nennen darf? Also das sind einfach die Bücher der Vorgänger, also auch der Gründungsgestalten der Bautzener Bibliotheken. Da ist aus dem 16. Jahrhundert also ein Mäzen und Stadtrat Gregorius Mettig überliefert. Das ist der Grundstock der Bibliothek, der umfasst ungefähr 200 Bücher.
eigentlich von Beginn an des Buchdruckes. Ach, hier, das hier ist kein Raubgutfall. Das ist kein Raubgutfall. Okay, dann gehen wir gleich weiter. Wir schauen uns diese Bücher an und da kommen vielleicht gleich hier, genau. Hertie-Geschichte. Also im Zuge dieses Projektes konnte dann im letzten Sommer die sogenannte Hertie-Bibliothek identifiziert werden. Man muss sich noch vorstellen, in der sogenannten sowjetischen Besatzungszone gab es ja die Entwicklung Junkerland in Bauernhand und demzufolge auch Junkerbesitz in Volkseigentum zu überführen. Und deswegen kam es zu den sogenannten staatlich angeordneten Schlossbergungen. Das heißt, die ganzen Herrenhäuser, und Sachsen ist ja voller Herrenhäuser, fast jedes Dorf hat dort so ein Herrenhaus oder Schlösschen gehabt, wurden diese Bibliotheken genommen und zum einen natürlich wollte man sie sichern und hat sie in die Stadtbibliothek gebracht und zum anderen hat man natürlich auch den Bestand damit aufgebaut. Dann kommt noch ein besonderer Fall hinzu und zwar, das kommen wir dann zum Raubgut an sich, gab es die sogenannte Reichstauschstelle. Die Reichstauschstelle hat also jüdischen Besitz unter anderem auch aufgekauft, um für den Wiederaufbau, das heißt also nach Kriegsende, deutsche Bibliotheken wieder mit Bibliotheksgut auszustatten. Unter anderem wurde 1943 von dieser Reichstauschstelle, die ihren Sitz eigentlich in Berlin hatte, aber auch ein Außendepot, ein sehr großes Außendepot in der Nähe von Bautzen, in einem kleinen Dorf namens Barut, hat man also bei dem Oberfinanzpräsidium in Berlin-Brandenburg, die den jüdischen Besitz von Berlin und Umgebung einkassiert hat, diese Büchersammlung abgekauft und hat sie in diesem Außendepot Barut mit einer noch kleineren, einem weiteren noch kleineren Außendepot, nämlich einem Dörfchen namens Tresa, da wohnte auch eine adlige Familie und die hatten eine Kegelbahn. Und auf dieser Kegelbahn oder in dieser Kegelbahn konnte man Bücher unterbringen, was auch geschehen ist. Also, da lagen auch die Hertie-Bücher in dieser und Kegelbahn? In dieser Kegelbahn waren 180 Kisten eingelagert mit Bibliotheksgut, unter anderem eben 20 Kisten von der Sammlung Georg Tietz. Sie ist in den Akten immer nur als Sammlung Georg Tietz benannt worden, aber das Zeichen, was sich in diesem Buch befindet, dieses Etikett, sehen Sie dort ETG, Edith, die Ehefrau, Georg und über allem natürlich das T für Tietz. Dieses Zeichen kannte ich eigentlich relativ schnell oder habe es ziemlich schnell gesehen im ersten Jahr meiner Tätigkeit dort, konnte damit aber nichts anfangen, weil ich gedacht habe, handelt sich um eine Adelsbibliothek, wie die einige andere, die wir dort haben, und es war nicht aufzulösen. Dann, wenn Sie mal auf das nächste Bild gehen, finden wir hier, und wenn wir die obere rechte Ecke dort bekommen können davon, von dem Bild vielleicht, da der Stempel. Hans-Hermann Tietz steht da, ne? Hans-Hermann Tietz, genau, Berlin-Grunewald. Königsallee 71. Im letzten Sommer hatte ich mich also auf die Suche gemacht nach jüdischen Büchern in unserem Bestand. Ich wollte also eine Ausstellung machen zu Judaika innerhalb der Stadtbibliothek Bautzen, weil ich bis dahin also kein jüdisches Raubgut gefunden hatte. Und da war ich sehr verblüfft, dass in dem alten Zettelkatalog, der 1946 aufgenommen wurde oder begonnen wurde, doch sehr viele jüdische Bücher zu finden waren. Und durch meine Forschung wusste ich, jüdische Bücher konnten in der Stadtbibliothek nicht überlebt haben. Also die sind wirklich aussortiert worden. Und in Bautzen, was ja ein zweisprachiges Gebiet auch ist, wo die slawische Minderheit der Sorben lebt, auch diese Bücher wurden immer aus den Bibliotheksbeständen entfernt. Die jüdischen Autoren und jüdische Themen, aber auch die kommunistischen Themen, sozialdemokratischen und Parteien und Gewerkschaften, alles wurde aussortiert. Und bei dem Suchen nach also jüdischen Büchern oder Büchern mit jüdischer Thematik hatte ich dann plötzlich diese hebräische Lesefibel in der Hand und fand diesen Stempel. Und mit Hans-Hermann Tietz, dem Sohn von Edith und Georg Tietz, hatte ich nun plötzlich einen Anhaltspunkt. Und irgendwie nach ein paar Stunden klickerte es in meinem Kopf durch. Und ich wusste also, Edith und Georg Tietz sind die Eltern. Und damit wusste ich, aha, dieses ETG, das muss
mit der Sammlung Hertie zu tun haben, mit der Familie Tietz. Ja, und das war also so die Initialzündung davon und dann ging das immer weiter und ich schaute, was so alles ist. Und das war eine Zeit großer innerer Aufregung natürlich, wenn man dort wie so ein Detektiv auf die Suche geht. Und es wurden immer mehr. Und ich konnte feststellen, dass also in dem ersten Jahrgang, und der Altbestand der Bibliothek ist 1946, also komplett neu aufgestellt worden und verzeichnet worden, finden wir sehr viele Bücher aus der Sammlung Tietz. Ich kann sagen, heute sind es ungefähr von der einstigen Bibliothek im Umfang von 4000 Büchern 500, die wir in den Beständen der Stadtbibliothek haben. Was ich auch spannend fand bei Ihrer Suche ist, dass Sie es auch, glaube ich, mit verwischten Spuren zu tun gehabt haben. Richtig, ja. Also es ist nicht immer so schön einfach wie in diesem Fall. Also es war wirklich der einzige Stempel, der sich dann den Tietzens zuordnen ließ. Ich habe dann ein zweites Buch gefunden mit dem handschriftlichen Eintrag von dem Onkel Martin Tietz. Und ansonsten war dann dieses Etikett. Aber man muss sich vorstellen, diese Etiketten wurden bei der Einarbeitung natürlich entfernt. Man hat sie rausgerissen, man hat sie rasiert, man hat sie überklebt und zwar mit solchen Ausleihzetteln, wie Sie dort sehen. Und normalerweise ist es so, dass so ein Ausleihzettel wird von Bibliothekarinnen an einer Seite mit Leim versehen und in das Buch geklebt, sodass man es ganz einfach entfernen kann, wenn es mal voll ist. Wenn dieser Ausleihzettel aber an der zweiten Seite und an der dritten und am vierten auch noch fixiert ist, wird der Provenienzforscher stutzig und nimmt sich ein scharfes Messer und trennt es ab und findet dann darunter oft die Spuren. Also wir haben ganz verschiedene, wir haben die reinen Etiketten, wie wir es eben gerade gesehen haben, wir haben bis hin zu Kleberspuren, wir haben auch noch einen Stempel von mit dem initialen ETG, aber bei manchen Büchern ist es wirklich so, man muss sie gegen das Licht halten und erkennt an der Stelle, wo sie immer ihr Etikett eingeklebt haben, noch Kleberspuren. Also es ist wirklich manchmal sehr schwierig, etwas herauszubekommen und manchmal relativ einfach. Wie einfach war es denn für Sie innerhalb der Bibliothek, Akzeptanz für Ihre Arbeit zu finden? Also Sie haben ja nicht mit so einem tollen Fund sozusagen, den haben Sie nicht erwarten können. Und Sie haben es trotzdem geschafft, obwohl Sie freiberuflich sind, einen Werkvertrag zu kriegen, um da anfangen zu können. War das ein dickes Brett oder wie würden Sie das beschreiben? Das war ein sehr dickes Brett, ja. Also es ist erstmal so, man muss den Zugang in eine öffentliche Bibliothek finden. Das gestaltet sich dann ein bisschen einfacher, wenn man als Wissenschaftler schon ab und zu dort gewesen ist und den Bestand konsultiert hat für andere Forschung, die persönliche Bekanntschaft der Bibliothekarinnen gemacht hat. Und genau, der Bibliothekarinnen, ja, es sind ja ausschließlich Damen bei uns auch in Bautzen. Und dann mit der Idee kommt, man könnte doch mal so ein Projekt beantragen, denn ohne eine Förderung, das heißt in diesem Fall ist es das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, ist solche Forschung, so eine Grundlagenforschung momentan auch gar nicht durchführbar, zumindest nicht im öffentlichen Bereich, also in kommunalen Bibliotheken. Dann wurde dieses Projekt beantragt und wir fingen natürlich an zu suchen. Ich sagte eingangs schon, es konnte sich natürlich niemand vorstellen, dass dort etwas ist, aber so nach und nach konnte man einige Funde aufweisen. Also angesprochen waren Gewerkschaftsbibliotheken, die Eingang gefunden haben. Wir haben vereinzelte Bücher dort auch schon restituiert, die dann auch verzeichnet werden und zurückgegeben, die dann meistens auch bei uns wieder verbleiben in der Bibliothek sozusagen, im beiderseitigen Einvernehmen. Also da waren schon so einzelne Punkte dann so in einem zweiten Forschungsjahr entstanden. Das klar war, hier gibt es Raubgut, aber als dann im letzten Sommer klar war, wir haben also wirklich einen sehr bedeutenden Fund hier, kam dann niemand mehr drum rum, die Arbeit anzuerkennen. Ja, eine glückliche Endung Ihrer Arbeit sehen wir hier im nächsten Bild. Da kommen wir aber gleich später drauf noch zu sprechen. Ich will jetzt gerne Sie ins Spiel bringen, Frau Lison. Mhm. Jetzt haben wir den Bautzner Fall, der ganz, ganz plastisch die Sie uns plastisch geschildert haben. Und jetzt geht es um eine Problemeingrenzung. Also klar ist ja, wissenschaftliche Bibliotheken haben ganz andere Altbestände als öffentliche. Insofern ist es auch logisch, dass da das Problem schon auch zum Teil eher schon angegangen wurde. Und trotzdem haben wir offenbar auch ein gewichtiger Anteil von öffentlichen Bibliotheken auch Altbestände. Wie kann man das denn so ungefähr schätzungsweise eingrenzen? Wie viele könnten das denn sein? Also zunächst einmal muss man sagen, dass sich im Wesentlichen
die Altbestandsverdachtsmomente auf Bibliotheken in dem Bereich der ehemaligen DDR beziehen, auf öffentliche Bibliotheken. Weil die öffentlichen Bibliotheken in dem, was ehemals Westdeutschland war, ein ganz anderes Arbeitskonzept und Sammlungskonzept hatten als zum Beispiel die Bibliotheken in der DDR. Diese Stadt- und Regionalbibliotheken in der DDR hatten ganz stark noch auch Altbestände, woher auch immer, eigene oder woher auch immer eingetroffene, während die öffentlichen Bibliotheken in den westdeutschen Bundesländern und in den westdeutschen Städten ganz klar auf aktuelle Information, auf aktuelle Vermittlung von Kultur und Bildung ausgerichtet waren und so gut wie keine Altbestände haben. Es gibt große Bibliotheken, die überhaupt keine Altbestände haben. Also Bremen hatte als sogenannte Stadtbibliothek ja alles, was heute Staats- und Universitätsbibliothek ist. Damit haben wir gar nichts mehr zu tun. In Hannover gibt es noch große Altbestände, in Nürnberg zum Beispiel auch, in München auch, Monazensien, das ist völlig klar. Aber das Gros war immer in einem ganz normalen Austausch. Also da waren die Materialien vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre da, dann wurden sie ausgetauscht und aktualisiert. Ja. Deshalb ist im Grunde diese Problematik zunächst einmal eine Eingrenzung eher in die ehemaligen Bibliotheken der, oder in die Bibliotheken der ehemaligen DDR orientiert. Das heißt nicht, dass es in Westdeutschland das überhaupt nicht gibt. Und Nürnberg hat zum Beispiel selber auch schon große Untersuchungen durchgeführt, Hannover ebenso. Also Hannover beginnt jetzt, ja. Ja, diese Thematik ist also da. Der Leiter des Zentrums für Kulturgutverluste in Magdeburg schätzt aufgrund seiner Forschung, dass es sich um ungefähr 1000 Bibliotheken handeln soll. Das finde ich sehr, sehr hochgegriffen, denn 1000 Bibliotheken sind ungefähr die Hälfte der öffentlichen Bibliothekssysteme, die es überhaupt gibt. Ich spreche jetzt nicht von einzelnen Standorten, sondern von Bibliotheken. 1000 ÖB meint Herr Hartmann, die Präsident Hartmann. Ja, genau. Ja. Das muss man dann sehen. Und er hat ja jetzt auch dafür gesorgt, dass Geld zur Verfügung steht, dass auch gerade öffentliche Bibliotheken, wo es Verdachtsmomente gibt, dass diese einen Antrag stellen können, um eine Möglichkeit zu haben, erstmal festzustellen, gibt es eine Realisierung der Verdachtsmomente. Ne? Das ist so der Punkt. Ich halte 1000 Bibliotheken für zu hoch gegriffen, aber man wird sehen, welche Resultate sich aufgrund dieser ersten Verdachtsmomentforschung ergeben. Also 1000 Bibliotheken im öffentlichen Bereich und wir haben jetzt Bautzen, Nürnberg und bald Hannover, die sich damit beschäftigen. Das ist also. Ja, wie gesagt, es gibt zweieinhalbtausend öffentliche Bibliotheken. Ich rede nicht von den Zweigstellen, die dazugehören, dann sind es deutlich mehr natürlich, die in kommunaler Trägerschaft sind. Es gibt 7000, die in kirchlicher Trägerschaft sind. Da vermute ich das eher eigentlich nicht. Also, das ist eine Zahl, da kann man erstmal sagen, okay. Lass uns mal gucken, aber ich glaube nicht, dass das in einer größeren Ordnung, so viele in der DDR gibt es, in der ehemaligen DDR gibt es auch nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das diese Größenordnung erreicht. Welche vermuten Sie als realistisch? Ich denke mal, das werden ein paar hundert sein. Gut, aber ein paar hundert maximal. Zu drei, die das Thema bisher angegangen sind, ist ja nun auch schon eine. Ja, natürlich. Und da, warum Sie das nicht angegangen haben, haben wir ja gerade gehört von Herrn Langer zum Beispiel. Ja. Es gibt relativ wenig Personal, das in der Lage wäre, das überhaupt zu bewerten, zu beurteilen. Deshalb ist es ja gut, dass diese Möglichkeit der, sagen wir mal, der Erstforschung, der Erstnachforschung finanziell erstmal abgedeckt ist, wenn man einen entsprechenden Antrag stellt. Und ich meine, eine Bibliothek, die kein Magazin hat, und es gibt jede Menge Stadtbibliotheken, die nicht mehr über Magazinbestand verfügen und die keinen Altbestand in ihren Regalen hat, da müsste man sich schon irgendwie auf den Dachboden begeben oder sonst wohin in irgendwelchen Kisten nachgucken, wenn man da Altbestand vermuten würde. Also die meisten öffentlichen Bibliotheken in Deutschland haben überhaupt kein Magazin. Ja. Das heißt, die haben keinen Bestand, der hinter den Wällen ist oder in Schränken versteckt ist. Okay, aber wir haben ein paar hundert Bibliotheken im öffentlichen Bereich, auf die Problematik anscheinend Da würde es sich vielleicht lohnen zu forschen, ob es dann da tatsächlich etwas gibt. Das ist klar. Und Bautzen ist eine davon und die Städte und ihre Umgebung sagten, sie haben das im Prinzip auch, haben auch Altbestände, aber sind das noch nicht, konnten das noch nicht angehen. Und wir haben auch schon davon gesprochen, dass natürlich wissenschaftliche Bibliotheken ungleich andere Voraussetzungen haben, auch in der Erfahrung von Drittmittelakquise und so weiter, von der Ausbildung der Bibliothekare her, um das Problem anzugehen. Und die Frage wäre also, Herr Lang, aus Ihrer Sicht, diese Kleinbibliotheken in der Provinz, zumindest in der ostdeutschen Provinz, wenn sich das tatsächlich so
regionalisieren lässt. Was brauchen die zum Beispiel auch vom Verband, den Frau Lison repräsentiert, um da voranzukommen? Es ist immer schwierig, oder anders gesagt, es lebt ja, die ganze Arbeit lebt von den Leuten, die sie machen. Auch eine Bibliothek lebt von den Leuten, die sie machen und die Leitung. Und was die Leitung denkt und wo die Leitung Prämissen setzt, wie sie sich vernetzt, ob sie im Verband sich beteiligt an der Arbeit oder ob sie überhaupt Mitglied sind oder ob sie die Publikation liest und die Chancen, die gegeben sind, auch ergreift. Also das ist sehr davon abhängig, inwieweit die Bibliotheksleitung oder einzelne Leute auch in der Bibliothek dort die Initiative ergreifen. Das Tagesgeschäft lässt das in der Regel nicht zu. Also oftmals haben sie so sehr damit zu tun, den Ausleihbetrieb aufrecht zu erhalten und die Einarbeitung und die Aussonderungen, das ist ja der große Feind der Provenienzforscher, das ist die Aussonderung. Ja, das wurde auch gerade gesagt, also Bücher, die schon ein paar Jahre da sind, die fliegen dann einfach weg, werden neu bestellt und wenn es die nicht mehr gibt oder wenn seit 5 Jahren das Buch keiner mehr angefasst hat, wird es aussortiert. Ich habe jetzt zum Beispiel auch durch Zufall, unsere Musikabteilung ist in diesem öffentlichen Bereich und aus dieser Sammlung Tietz sind halt auch Bücher musikalischen Inhalts in die Musikabteilung gegeben worden. Die Musikabteilung unterliegt den Aussonderungsregeln, hat nicht den Bestandsschutz wie der Altbestand. Und das Weite noch, ich habe jetzt ein Buch gefunden, Illustration von Max Slevogt über die Hochzeit des Figaro. Und das war tatsächlich zufällig noch da und ich bin dann über das Bibliothekssystem dort draufgekommen, bin dann in die Musikabteilung und habe gesagt, das muss irgendwie noch bei Ihnen sein. Und wir fanden es und es waren diese Kleberspuren von dem Etikett ETG dort auch wieder zu sehen. Also von daher, unterliegen diesen Regeln und fallen dann weg. Von daher, um die Frage zu beantworten, was erwarten Bibliotheken oder öffentliche Bibliotheken vom Verband? Ich glaube, in diesem Thema erwarten sie noch gar nicht so viel, sondern es muss eher im Gegenteil noch mehr Informationsarbeit betrieben werden. Also man muss sagen, auch ihr in öffentlichen Bibliotheken könnt das haben und ihr müsstet eine Forschung machen oder dieses Erstcheck-Projekt, was von Magdeburg initiiert wurde, das ist eine Möglichkeit. Ich halte es nicht für so ganz effektiv, weil natürlich die Leute, die dort unterwegs sind, zum Teil Studenten sind. Und das Beispiel Bautzen zeigt halt, was passieren kann, wenn ein Wissenschaftler über längere Zeit in so einem Bestand arbeitet. Es ist oft natürlich wieder eine Finanzfrage und von daher ist das auch wieder schwierig. Bevor wir jetzt gleich zum Wissenschaftlichen... Ich würde aber doch zum Deutsch, weil wenn Sie fragen, was der Verband oder die Verbände tun können, dann würde ich dazu natürlich gerne was dazu sagen. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass da zunächst einmal auch Aufklärung betrieben wird, beziehungsweise erstmal Bewusstsein geschaffen wird. Und da gibt es gerade von unserer, das ist jetzt nicht unser Verband, aber das ist so gut wie unsere Verbandszeitschrift für alle deutschen Verbände, ein Sonderheft aus dem Dezember 2016. Wo Bautzen auf der Titelseite. Ja, wo also sehr viel Material zu finden ist, das im Grunde Bewusstsein schaffen kann, wenn man sich dessen natürlich gerne auch widmet. Das ist natürlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass der Deutsche Bibliotheksverband mit seinen wissenschaftlichen Bibliotheken lange eine Arbeitsgruppe hat, die sich mit dem Thema befasst hat und dass jetzt gerade aktuell diese Arbeitsgruppe aufgewertet worden ist zu einer Kommission, die also ein spezielles Fachgebiet bearbeitet. Wir haben mehrere Kommissionen in unserem Verband, die dann natürlich auch finanziell ein bisschen ausgestattet sind, damit Reisekosten und andere Kosten überhaupt bewältigt werden können. Und diese Kommission zur Provenienzforschung ist jetzt gerade ins Leben gerufen worden mit Teilnehmenden oder mit Mitgliedern, die im Moment keinen öffentlichen Bibliothekshintergrund haben. Das sind die großen deutschen Bibliotheken, die da im Wesentlichen vertreten sind, die Staatsbibliotheken zu Berlin, die Deutsche Nationalbibliotheken natürlich, Weimar, die Anna-Amalia-Bibliothek. Aber immerhin gibt es diese Kommission und die auch vielleicht eine bessere Sichtbarkeit dieses Themas in der gesamten Branche ermöglicht. Ja, trotzdem hat in der Dezemberausgabe der BOB, die Sie gerade hochgehalten haben, einen Artikel gestanden von Herrn Ruppel, Georg Ruppel von der damals Leibniz-Bibliothek, jetzt im Unruhestand. Und da schreibt er erstmal von seinen Erfahrungen als DBV-Vorsitzender, also auch einer Ihrer Vorgänger. Ich habe nur Vorgänger offenbar. Ja, in dem Fall ja.
2002 hat er gesagt, hat er, Zitat, sehr frustrierende Erfahrungen gemacht, als er im DBV, im Deutschen Bibliotheksverband, das Thema implementieren wollte. Also da hat sich dann offenbar schon viel getan in den letzten 15 Jahren. Und trotzdem schreibt er jetzt auch ganz aktuell in der Dezemberausgabe der BUB, wo bleibt vor allem das Bibliothekswesen? Also er vermisst da offenbar noch was. Können Sie das nachvollziehen? Nö. Kann ich nicht nachvollziehen. Okay. Können Sie das nachvollziehen? Frage an die Praktiker, Herr Cisovius. Ich meine, Sie repräsentieren jetzt eine Einrichtung, die sehr aktiv ist, die die erste war im WB-Bereich und die auch jetzt noch aktiv ist. Das ist ja auch was Besonderes, dass Sie, nicht wie in Marburg, war auch sehr früh, aber da ist es jetzt ein bisschen in Stocken geraten und Sie sind immer noch am Thema dran. Ja, aber also, es kam mir auch vieles sozusagen bekannt vor. Die Staatsbibliothek Bremen musste ja auch sich sozusagen erst dazu hinwenden. Also zwar schon sehr früh in den 90er Jahren, aber im Prinzip ist es ja auch so gewesen, dass es erst sozusagen auch einen Anstoß von außen geben musste. Das ist sozusagen dann eben auch diese Provenienzforschung, die Raubgutforschung gegeben hat. Sehr massiv sogar. Es gab sozusagen große Bewegungen in der, Stichwort Herr von Münchhausen, und es gab den Senatsentscheid, der da sozusagen die Bibliothek auch dazu verdonnert hat, um es jetzt mal flapsig zu sagen. Genau, genau. Also ja, genau. Wie genau das jetzt dann im Inneren der Staatsbibliothek dann weitergegangen ist dazu, das weiß ich eben nicht. Das weiß Herr Babendreier zum Beispiel. Das weiß Herr Babendreier. Genau, aber sozusagen, wenn man sich die Entwicklung dann anguckt, hat sich das dann eben sozusagen, hat das eben auch dazu geführt, dass im Hause der Staatsbibliothek sich auch so eben das Bewusstsein dazu entwickelt hat. So, was Herr Langer eben meinte, auch, dass eben sozusagen auch im Haus dafür das Bewusstsein ist, es gibt Raubgut und wir müssen das erforschen. Und das erlebe ich zum Beispiel auch mal in meiner täglichen Arbeit, dass ich eben auch von den anderen Abteilungen oder von den anderen Mitarbeitern dann eben persönliche Unterstützung erfahre und sozusagen auch Hilfe erfahre, wo ich jetzt sozusagen als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Projekt angestellt bin und mit dem Interna des Hauses zum Beispiel auch nicht so vertraut bin. Da hilft das natürlich sehr viel, wenn die Mitarbeiter und Kollegen mich da sozusagen auch in der Arbeit unterstützen, auch von sich aus aktiv werden. Ja. Genau, Herr Langer. Man muss aber natürlich auch sagen, das ist das, wo ich, ist die Frage, ist der DBV da der Ansprechpartner dafür? Man muss einfach sagen, Provenienzforschung und dort das Schlachtschiff des Raubgutforschung, was momentan natürlich vorne dran steht, muss mittel- bis langfristig in den Häusern implementiert werden. Das heißt, wir brauchen Provenienzforscher in den Häusern. Das ist eine Erkenntnis, die sowohl die Einrichtung als auch die Träger erlangen müssen und sagen, okay, wir müssen das machen. Und wir haben ja auch einen Gewinn davon. Also zum einen erforschen wir unsere Bestände, wir machen eine Bestandsgeschichte, wir können Unrecht wieder gut machen und wir können natürlich auch Bildungszusammenhänge aufmachen. Da sind wir natürlich wahrscheinlich mit der Böll-Stiftung auch ganz d'accord. Denn wir könnten gerade bei einer kleinen öffentlichen Bibliothek sagen, diese Bücher kommen von dem und dem hier rein oder haben diesen Hintergrund, es gibt diesen Bildungshorizont und so weiter. Also man kann immer nur gewinnen durch Provenienzforschung, durch NS-Raubgutforschung. Und wenn ich mir ansehe, wie viel Provenienzforscher, Forscherinnen irgendwo angestellt sind, dann ist das sehr ernüchternd. Weil auch wenn man so schaut, die meisten sind durch zeitlich begrenzte Projekte irgendwo in den Häusern, aber es ist nirgends oder nirgends stimmt nicht, aber in ganz wenigen Stellenbeschreibungen ist die Provenienzforschung mit dabei. Also zum Beispiel die SLUB, die Sächsische Staats-, Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden, hat momentan eine Leiterin der Handschriftenabteilung, die die Provenienzforschung, eine Raubgutforschung sozusagen in ihrer Freizeit mitgestaltet, weil sie von ihrem Stellenprofil sich um die Provenienzforschung gar nicht kümmern kann. Dann werden wieder Projekte beantragt, dann geht das wieder so ein, zwei, drei Jahre, je nachdem, und danach verfällt es wieder. Mhm. Ähnlich wird es im öffentlichen Bereich in Bautzen sein, wenn das Projekt nicht mehr finanziert wird. Also in Bremen ist das nicht so, Sie machen das nicht in Ihrer Freizeit, Herr Cisovius, sondern Sie werden wahrscheinlich bezahlt, wie das gehört. Und vielleicht schauen wir jetzt mal in Ihre Praxis. Blättern hier nochmal kurz in Ihr Findbuch, hier haben wir so ein Provenienzhauptzollamt, das erinnert Sie an die Neukirch-Lift, wenn ich vorhin gezeigt habe. Endpunkt, das habe ich nicht verstanden. Was ist das zum Beispiel für eine verdächtige Provenienz? Genau, das ist vielleicht auch das passt auch für die öffentlichen Bibliotheken. Das ist unbekannte Herkunft.
Ich vergesse leider immer, was der lateinische Begriff dafür ist. Nomen nominandum. Vielen Dank. Bei uns steht immer Geschenk. Ja, das sind, es gibt unterschiedliche Ausdrucksformen dafür. In den Zugangsbüchern der Staatsbibliothek Bremen steht eben NN für unbekannte Herkunft. Und im Prinzip, da wir jetzt gerade seit 2015 eine Bestandsprüfung aller Zugänge von 1933 bis 1948 machen, ist das eben ein verdächtiger Zugang, weil wir nicht wissen, woher der kommt. Das ist grundsätzlich so, dass wir dann auf alle Fälle erstmal gucken müssen. Dann sind eben alle Bücher verdächtig, die noch vor 1945 erschienen sind. Und die müssen dann eben auch geprüft werden, ob da verdächtige Provenienzen drin sind, ob sich da Hinweise auf eventuell einen widerrechtlichen Entzug finden lassen und, oder eben nicht. Und sozusagen da weiter geprüft werden. Mhm. Schauen wir mal weiter in Ihre aktuelle Arbeit, die Tetschner-Bibliothek. Genau, das hatte ich vorhin schon erzählt, heimlich, sage ich jetzt nochmal laut vor allem. Oh, jetzt sind doch die Menschen erst da, die es hören sollen. Ja. Also das, das ist auch relativ neuer Fund, das ist jetzt aus dem neuen Projekt ein Fund von 1943. Dabei handelt es sich, den habe ich jetzt ausgewählt, um die Schwierigkeiten bei der Provenienzforschung immer aufzuzeigen. Das ist sozusagen der Unterschied, das ist ein Ex Libris der Tetschner-Bibliothek. Sagt einem erstmal so nichts, also Ihnen wahrscheinlich auch nicht. Mir hat das am Anfang auch nichts gesagt. Stellte sich dann eben heraus, das war ein antiquarischer Ankauf von 1943 eines Antiquariats Wolf aus Wien. Und Wolf, genau, ja. Und genau, das ist dann eben auch bekannt, das habe ich dann eben auch festgestellt. Das ist ein Antiquariat, das 1938 arisiert wurde. Und dieses Ex Libris ist eben auch ein Beweis dafür, dass dieses Buch vor 1938 von dem Vorgänger angekauft wurde. Das war der Hans-Peter Kraus, der vormalige Antiquariatsinhaber. Und dieses Buch wurde dann eben 1943 von der Staatsbibliothek Bremen angekauft. Das heißt, da haben wir einen eindeutigen Nachweis. Was noch dazu interessant ist, also da sind auch sehr viele Bibliotheken dran involviert. Das Antiquariat Wolf hat auch deutschlandweit verkauft und auch österreichweit, also damals war das ja dann eins. Genau, und das heißt, insgesamt sind es, glaube ich, jetzt, wenn ich lügen darf, bis zu 10 Bibliotheken, die Funde haben von dieser Bibliothek Tetschner oder von dem Antiquariat Wolf. Und dort wird gerade derzeit versucht, die Erben ausfindig zu machen und mit denen eine Einigung im Sinne der Washingtoner Konferenz, Erklärung zu finden. Ja, jetzt haben Sie das Stichwort Erben genannt. Deswegen können wir mal ein bisschen weiterblättern. Oder hier nochmal ein Beispiel, dieses JA hinter der römischen 13 ist eben auch natürlich ein sehr eindeutiger Hinweis. Judenauktion, das sind, glaube ich, diese Einzeichnungen, die dem Klaus von Münchhausen aufgefallen waren, dem Politologen, genau, als Nutzer, dass JA doch ein interessanter Hinweis ist. Aber jetzt das Stichwort Erben. Fanny Mann und das Ehepaar Mann ist ein ganz aktueller Restitutionsfall, genau, von Ihnen. Würden Sie dazu was erzählen? Haben wir gerade jetzt in dieser Woche Presseerklärung rausgebracht. In der nächsten Woche wird das Buch übergeben. Das Buch ist dann dieses hier. Das ist dieses. Richard Wagner an Mathilde Wesendonck. Genau, daran zeigt sich auch erstmal, dass der Titel des Buches meistens nicht oder in der Regel nicht unbedingt darauf schließen lässt, ob das Raubgut ist oder nicht. Das können eben ganz Verschiedenes sein. Bei dem Buch ist es zum Beispiel auch interessant, neben der Tatsache, dass wir das jetzt endlich restituieren können, dass es sich dabei auch um ein Buch aus den sogenannten Judenauktionen handelt. Also im Prinzip Bücher, die in den 1990er Jahren schon ermittelt wurden. Und diese Provenienz wurde auch schon seinerzeit dokumentiert. Damals konnte eben kein Erbe gefunden werden. Und was eben jetzt dazu geführt hat, dass wir die Erben überhaupt ausfindig machen konnten, war eben eine Veröffentlichung des Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in Ulm. Das ist eine Gedenkstätte für ein KZ-Außenlager in Ulm. Und die haben die Familienerinnerungen der Familie Mann veröffentlicht. Und das war 2012. Das heißt, die
meine Vorgängerin, Frau Banners und Herr Badendreier konnten im Prinzip nicht herausfinden, sozusagen konnten diese Informationen gar nicht erhalten. Das ist erst sozusagen im Laufe der Zeit jetzt passiert. Und dadurch ist es uns eben möglich geworden, die Vorbesitzer, die Erben ausfindig zu machen und die dann eben auch zu kontaktieren und über den Fund des Buches zu informieren. Mhm. Dann blättern wir mal ein bisschen zurück, Herr Langhalt, zu Ihrem Restitutionsfall in Sachen Hertie. Da haben Sie ein Treffen gehabt, was wir hier schon mal im Bild gesehen haben. Hier sind wir wieder. Das ist die vierte Generation Tietz. Ist das richtig? Die Dame, die in New York Die dritte, ja. Also es ist die Enkelin von Georg und Edith Tietz, June Jason oder Jasen. Ihre Mutter Rösli ist die Schwester von diesem Hans Hermann, also Tochter von Edith und Georg Tietz, die auch noch in New York lebt. Also als ich die June Jasen in Berlin getroffen habe im letzten Dezember, wurde also die Mutter auch immer per Telefon noch dazugeschaltet, sodass wir uns noch ein paar Fragen stellen konnten, wie das mit den Etiketten oder Ex Libris ist es ja in der bibliothekarischen Fachsprache nicht, sondern wir sprechen ja von dem Etikett in dem Fall. Und meine Frage war dann auch, warum ist dieses Etikett denn nie bekannt gemacht worden? Woraufhin Sie sagten, ja, nach dem Krieg haben wir erstmal versucht, unseren Besitz wiederzubekommen. Da hat niemand an Kunstgegenstände und Bücher gedacht. Der Besitz war sehr groß zur Familie Tietz, muss man vielleicht sagen, weil auch das KDW, Kaufhaus des Westens, in Berlin dazugehört hat. Es gab, glaube ich, 13.000 Angestellte, die insgesamt für die Familie gearbeitet haben. Also da ging es natürlich auch um ganz andere Themen und Dimensionen noch als Bücher. Ja, ja. So, und dann konnten wir den Kontakt zu Frau Jasen auftun. Und das war nun wieder eine ganz interessante Geschichte der Presselandschaft. Im Zuge unserer Pressekonferenz, die wir für den Fund gemacht haben, gab es dann also auch einen Radiobeitrag und es kam im Deutschlandradio. Das hörte wiederum der Leiter der Industrie- und Handelskammer in Berlin, der wiederum mit den Nachfahren befreundet ist und rief dann sofort in New York an und sagte, ja, hier, eure Bücher sind ja gefunden worden, und die fielen aus allen Wolken, weil sie es gar nicht wussten, weil den Weg, den ich wieder gegangen bin über die Anwälte, der hat in dem Fall nicht funktioniert, aber am Ende der ganzen Geschichte war es so, wir haben uns verabredet in Berlin, ich habe ihr einen Teil der Bücher mitgenommen, habe ihr gezeigt, das hier ist das Ex Libris nun wirklich von Edith Grünfeld, also es ist der Mädchenname von Edith Tietz. Die kommt aus der großen Leineweber- oder Leinmanufakturfamilie Grünfeld. Oder auch dort sehen Sie die Lesefibel noch. Aber es gibt auch sozialistische Literatur, denn gerade der Vater von Georg Tietz, Oskar Tietz, war dem sozialistischen Gedanken auch zugetan. Das heißt, er war nicht nur Unternehmer, sondern er war auch ein sozialer Firmenleiter, der also Ruheräume eingerichtet hat, der zum anderen Sparkassenkonten für die Angestellten mit eingerichtet hat, aber auch immer die neueste Technik und so weiter. Also das ist ein buntes Gemisch an Büchern. Ne? Die jüdischen Bücher waren jetzt nur damals der Aufmacher sozusagen, das zu finden, aber ansonsten von den Büchern ist es ganz weit. So, und Frau Jasen war natürlich sehr froh, das zu finden und berichtete ihrem Bruder dann in New York, ihrer Mutter, und sie hat noch einen Cousin und Cousine, also das sind 5 Leute, die sozusagen erbberechtigt sind für diesen Fund und sind sehr erfreut, dass es nun endlich gefunden wurde, oder es hat, anders gesagt, es hat gar niemand damit gerechnet, dass die Bücher noch mal irgendwo auftauchen würden. Und noch sind wir im Gespräch, was mit den Büchern mal werden soll. Eine Idee von Ihnen ist, dass die Mehrzahl der Bücher auch in Bautzen ruhig bleiben soll. Weil was soll man mit 500 Büchern, deutschen Büchern, jetzt noch anfangen in New York? Ja, geteilt durch 5 wären es schon, geteilt durch 5 Erben wären es schon eine kleine. Ja, richtig, aber die Frage ist, in der vierten, fünften Generation ist es ja oft so, dass sie auch gar nicht mehr dann Deutsch sprechen oder lesen können. So, von daher gibt es Überlegungen, auch das ins Leo-Beck-Institut abzugeben, aber auch da, das sind alles so Dinge, die noch nicht fertig sind, sondern wo wir noch eine Einigung erzielen werden, wo natürlich bei den Erben das Wahlrecht liegen wird.
Also ich glaube, bisher wurde klar, Bibliotheken machen so eine Arbeit aufgrund ihres eigenen Selbstverständnisses. Das muss sein. Und die andere Seite, die auch ganz wichtig hier zukommt, ist die Bedeutung, die das für die Erben hat. Herr Cesovius, wie sind denn Ihre Erfahrungen in Bremen, wie Erben darauf reagieren, was für eine Bedeutung das für Sie hat? Es geht ja oft nicht um materielle Werte, sondern um emotionale Werte vielleicht. Ja. Da muss ich sagen, kann ich gar nicht so viel aus Bremen erzählen, weil das jetzt sozusagen in der Projektzeit die erste Restitution wird. Die jetzt Ihnen noch, die Sie vor sich haben, die haben Sie noch nicht durchgeführt. Genau. Ja. Also, okay. Dann muss ich Sie in einer Woche fragen. Ich kann das. Nein. Also da können wir schon mal sagen. Wir haben ja jetzt schon die letzten Wochen über den Kontakt hergestellt mit den Erben und man kann schon sagen, dass da auch eine sehr große Dankbarkeit ist jetzt das falsche Wort dafür, aber es wird auf alle Fälle sehr anerkannt, dass, dass sozusagen eine Institution, eine Bibliothek sich im Prinzip die Mühe macht, für ein Buch da alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die rechtmäßigen Eigentümer dann ausfindig zu machen und zu kontaktieren. Mhm. Dass eben auch unabhängig davon, dass die Erben jetzt, die Erben wussten nichts davon, dass man eben auch sozusagen, dass die nicht aktiv werden müssen, sondern dass man selbstständig sagt, wir halten uns eben an diese Washingtoner Prinzipien. Wir halten das für richtig, dass wir eben Bücher, die so zu uns gekommen sind, eben auch wieder den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben wollen und dass wir dann eben auch aktiv selbstständig versuchen, dort in Kontakt herzustellen. Mhm. Das wird eben auch gewürdigt. Also das kann ich eben, ich habe vorher in Hamburg gearbeitet, deswegen da hatte ich auch noch ein paar andere Restitutionen. Insofern übertrage ich das mal sozusagen auch auf die anderen. Genau. Ja, es gab ja lange Jahrzehnte, wo die Erben von sich aus aktiv werden mussten, auch in Sachen Büchern. Es gab ja in den 60er Jahren auch Anzeigen in deutschen Bibliotheksfachorganen, wo jüdische Verbände die Bibliothek dazu aufgefordert haben, ihre Bestände danach durchzusehen. In den 50er Jahren. Schon in den 50ern sogar. Und entsprechend eben wenig Resonanz fanden. Es gibt den Fall des eines süddeutschen Bibliotheksdirektors, der disziplinarische Maßnahmen erdulden musste, weil er Bücher restituiert hat. Also alles anders als selbstverständlich. Das war jetzt ein erster Problem aus Friss. Jetzt würde mich sehr interessieren, welche Fragen sind bei Ihnen aufgetaucht? Wir haben sozusagen den Verband, wir haben die Praktiker. Wer möchte, bitte? Ich würde Sie natürlich gerne nochmal bitten, ein bisschen mehr zu dem Projekt zu sagen, jetzt aus bremischer Sicht. Seit wann bemühen Sie sich, dieses Raubgut aufzutun? Also jetzt sozusagen ich als Projektmitarbeiter, das ist seit Februar 2015, hat dieses Projekt wieder angefangen sozusagen. Das heißt, wieder angefangen hat dieses Projekt angefangen. Das ist mit Mitteln des, auch des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste gefördert. Und zwar geht es eben dabei jetzt, in den 90er Jahren waren ja sozusagen diese sogenannten Judenauktionen, wo wir jetzt auch die wenn das Bilder gesehen haben, wurden dort untersucht. Das waren ca. 1500 Titel. Und es ist eben aufgefallen, dass das nicht das einzige Raubgut ist. Und deswegen hat man sich dann eben dazu entschlossen, in der Staatsbibliothek noch einmal eine Prüfung des gesamten Zugangsbestandes zwischen 1933 und 1948 durchzuführen. Das sind dann eben ja, ca. 20.000 verdächtige Titel. Die von 1933 bis 48. Bis 48, ja, genau. Genau, also insgesamt sind es etwa 86.000 Zugänge und darunter befinden sich eben 20.000 verdächtige Titel. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist eben, was ich vorhin schon gesagt habe, eben alle antiquarischen Ankäufe. Das geht natürlich nach den, über den Krieg hinaus. Also so auch in der bundesrepublikanischen Zeit kann man Raubgut kaufen. Dann eben diese unbekannten Zugänge. Es gibt eben Geschenkzugänge. Da hatten wir, ja. Da kommen wir vielleicht. In den Bibliotheken gibt es den Begriff Geschenk der Gestapo tatsächlich als Eintrag ins
Genau, das sind, sowas ist eben so offensichtliche Zugänge. Davon haben wir jetzt tatsächlich wenig, weil das ist in den 90er Jahren ja schon sozusagen überprüft worden. Und wenn in den Zugangsbüchern steht, wie zum Beispiel Beschlagnahme Volkszeitung, dann ist das natürlich als Raubgut entdeckt worden. Was wir jetzt gerade prüfen, sind eben die Zugänge, die nicht gleich offensichtlich Raubgut sind. Wie Geschenkzugänge zum Beispiel, wo der Schenker namentlich genannt wird in dem Zugangsbuch. Das kann ein ganz normales Geschenk sein, kann aber eben auch zum Beispiel der Gestapo-Mitarbeiter sein, der die Bücher abgegeben hat. Oder ein bekannter jüdischer Kaufmann aus Bremen, der eben eine bekannte Bibliothek hatte. Sowas gibt es eben auch, dass die dann eben einfach namentlich eingetragen werden als Schenker, obwohl das gar keine Schenkung ist, sondern ein widerrechtlicher Entzug. So. Ich habe dann nochmal eine Frage. Bitte. Mich hat etwas gewundert vorhin, als du als Beispiel anführtest, die Gewerkschaften, dass also auch viele Gewerkschaftsbestände ausgeräumt worden seien durch die Nazis. Da frage ich mich natürlich, sind das nicht gerade Bücher, die die NSDAP tendenziell eher vernichtet hätte sehen wollen, als sie auch noch irgendwo zu lagern? Also ich glaube, Herr Langer, in Bautzen war Ihr erster Fund einer, der der Baugewerkschaft gehört hat. Das war, wenn ich das richtig weiß, korrigieren Sie mich, die Enzyklopädie, die Neue Volkshochschule, Bibliothek für moderne Geistesbildung von 1925. Ja. Das wurde als kompatibel für die ÖB auch im NS-Sinne angesehen, oder wie war das? Das können wir genau nicht erforschen, also weil unsere Zugangsbücher wirklich 1946 beginnen. Aus diesen ist aber ersichtlich und aus der Geschichte der Stadt wissen wir, dass sofort im März 1933 das Gewerkschaftshaus, wo die ganzen einzelnen Gewerkschaften mit ihren Bibliotheken oder Teilbibliotheken waren, von der SA gestürmt wurden und die Akten und die Bücher in einem separaten, das heißt dort Kupferhammer, also so ein Werksgelände, eingelagert wurden. Und die sind auf verschiedene Wege dann nach 45 in den Bestand gekommen. Entweder hatte das jemand bei sich zu Hause gesichert oder sie sind dann doch noch mal verteilt worden. So von daher ist es ganz unterschiedlich, wie die Zugangswege sind. Wir haben gehört, es ist auch antiquarische Ankäufe. Und Frau Lesong hat gesagt, ja, es ist ein Thema, im Osten, es ist nicht nur ein Thema im Osten, es ist auch ein Thema im Westen, denn diese Bibliotheksbestände, auch die wir eingearbeitet haben, diese Tietz-Sammlung zum Beispiel, ist ja auch wieder in der DDR aussortiert worden und ist mit dem Abgabegrund ZWA, also Zentralstelle für wissenschaftlichen Buchaustausch, abgegeben worden. Nicht nur an Bibliotheken in der DDR, sondern über das Zentralantiquariat zur Devisenbeschaffung in den Westen verkauft worden. Das heißt, die Universitätsbibliothek Bielefeld oder Bochum, alles Gründungen späteren Datums, wo kommen diese Altbestände her? Zum Teil eben aus diesem Antiquariatshandel und zum Teil aus diesen Beständen auch. Das heißt, auch diese Bibliotheken sollten tunlichst mal schauen, wo ihre Altbestände herkommen und ihre Bücher auch nach Provenienzspuren untersuchen. Also das ist so eine Idee, die die Provenienzforscher schon eine ganze Weile haben, aber jetzt durch diese Forschung, die auch in Berlin bei dieser Zentralstelle für wissenschaftlichen Buchaustausch stattgefunden haben, kommt es langsam ins Bewusstsein, dass wir weiter schauen müssen. Wir müssen die Verteilungswege weiterschauen und wir müssen die Jahrgänge weiterschauen. Also das geht bis in die 80er Jahre. Man muss ja sicher sehen, diese Universitätsneugründungen, gerade der 60er und 70er Jahre in Westdeutschland, da gibt es ja auch Altbestände, die dann aufgekauft worden sind, um eben einen kompletten Bestand präsentieren zu können. Das gilt nicht für Stadtbibliotheken in dem Zusammenhang. Aber bei wissenschaftlichen Bibliotheken, denke ich, ist das durchaus gerechtfertigt, was Sie da sagen. Gleich hier beim Dreieck noch eine direkte Nachfrage. Frau Lison, weil Ihr Verband repräsentiert natürlich auch die wissenschaftlichen Bibliotheken und wir haben ungefähr 750 davon in Deutschland. Und mit Hilfe des Magdeburger Zentrums für Kulturgutverluste sind ungefähr 32 Bibliotheken dabei, dieser wissenschaftlichen Bibliotheken die Sache anzugehen. Der letzte Antrag, der bewilligt wurde, kam aus Karlsruhe von der Badischen Landesbibliothek, meiner Heimat. Auch das ist ja ein Missverhältnis, würde man von außen sagen. 750 zu 32. Mhm. Sie gucken von innen.
würden Sie das auch so sehen oder noch ganz oder anders? Also das natürlich rein zahlenmäßig ist das sicherlich ein Missverhältnis. Man muss einfach schauen, welche Bibliotheken es sind. Also ich kann mir vorstellen, dass bestimmte naturwissenschaftlich orientierte technische Universitäten, Bibliotheken, dass da solche Bestände weniger zu vermuten sind als jetzt in den klassischen Landesbibliotheken, insbesondere in den Landesbibliotheken und in Universitätsbibliotheken oder wissenschaftlichen Bibliotheken, die ganz stark auf Geisteswissenschaften, Sprachwissenschaften, Sozialwissenschaften orientiert sind. Das, denke ich, ist ein großer Punkt, denn warum sollte eine technische Universitätsbibliothek, also sagen wir mal die Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule, als sie hauptsächlich auch wirklich noch technisch war, warum sollte sie solche Altbestände, wie von denen Sie gerade sprechen, ankaufen, außer dem Renommee vielleicht? Oder? Wenn das eine wirkliche Frage ist, hätte ich eine Antwort. Ja, sagen Sie doch. Ja, natürlich ist das eine Frage. Über die Reichstauschstelle. Die Reichstauschstelle hat also auch von Chemikern jüdischer Abstammung zum Beispiel die Bibliotheken aufgekauft. Mhm. Erstmal wurden die natürlich vom Oberfinanzpräsidium einkassiert. Die Reichstauschstelle hat sie aufgekauft, um sie dann wieder für den Wiederaufbau, das war eine W-Signatur, Wiederaufbau, an andere Bibliotheken abzugeben. Also die Akten, die ich konsultiert habe, da ist das ganz klar. Das wurde, die Leute von der Reichstauschstelle haben gesagt, das könnten wir gut denen anbieten. Die Sammlung Tietz sollte ja auch gar nicht nach Baruth. Sie sprechen jetzt noch aus der Zeit des Nationalsozialismus, oder? Wenn Reichstauschstelle hört sich für mich noch sehr richtig, nach Nationalsozialismus. Ja, die ist ja, das ist ja, die hat noch ein bisschen weitergearbeitet und hieß dann anders und mündete dann natürlich in die ZWA. Aber das war das Ziel natürlich. Man hat komplette, zum Beispiel, ich habe das Beispiel von einem Chemiker gelesen, dessen Bibliothek, und die ist dann natürlich auch angeboten worden. Das heißt, sie kann bis 45 dort gelandet sein, aber auch irgendwo in irgendeinem Depot, und die gab es ja nicht nur im Osten, die waren auf dem ganzen Reichsgebiet verteilt, dort eingelagert und von dort vielleicht auch in die Bibliotheken gekommen sein. Also das ist nicht klar. Oder anders gesagt, es kann hypothetisch sein, dass das doch in technische Universitäten zum Beispiel eingegangen ist. Ja, aber um das Missverhältnis nochmal aufzugreifen, von dem Sie sprechen. Ich denke natürlich, dass solche Forschungen in Bibliotheken, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist und vor allen Dingen die Menge relativ groß sein könnte, dass diese Bibliotheken eher veranlasst sind zu suchen, als wenn es sich um Einzelfälle handelt. So würde ich das mal nennen, oder? Auch nochmal eine Frage. Naja. Die Frage ist immer, ob sich etwas lohnt. Ja. Die Frage ist bei Moral, ob sich Moral lohnt in kleinen Portionen oder in großen Portionen. Also das ist schwierig zu beantworten. Ne? Also ich möchte die Antwort nicht geben. Ich denke, jedes, was man aufdecken kann, ist moralisch auf jeden Fall gut. Ja, Herr Barmt, Herr Müller sind gleich dran, nur ganz kurz, will ich direkt die Nachfragen vorlesen. Mhm. Sie sagen, natürlich gibt es größere Verdachtsfälle und kleinere Verdachtsfälle. Ja. Aber könnte man nicht auch formulieren, es gehört einfach zum Selbstverständnis einer Bibliothek, das aufzuklären, und wenn die Verdachtsfälle klein sind, dann ist die Arbeit ja auch geringer, aber muss eben auch getan werden. Ja, natürlich, das ist schon richtig, aber es ist immer eine Frage des Aufwandes, und als Bibliotheksverband sind wir natürlich auch diejenigen, die für die Ressourcen kämpfen müssen, für die Ressourcen auf der nationalen Ebene. Und da wissen wir ganz genau, gucken Sie sich den Bericht zur Lage der Bibliotheken an, die Ressourcen werden immer geringer. Und da ist eben die Frage, ich muss als Bibliotheksverantwortlicher immer abwägen zwischen der Dienstleistung, die ich erbringen muss, das ist quasi mein Kerngeschäft, und solchen Aufgaben. Und ich denke, dass jeder Bibliotheksleiter und jede Bibliotheksleiterin da die Verantwortung hat, abzuwägen in jedem Falle. Aber das Kerngeschäft zu vernachlässigen, um sehr viele Ressourcen in so ein Geschäft hineinzustecken, halte ich für zumindest politisch sehr problematisch. Also bibliothekspolitisch sehr problematisch. Aber das ist auch nicht nice to have. Nur, nein, es ist nicht nice, es ist sicherlich nicht nice to have, nur es gibt Prioritäten, es gibt Aufgaben, die diese Bibliotheken haben. Sie müssen für Forschung und Wissenschaft zur Verfügung stehen, wenn ich jetzt mal von den wissenschaftlichen Bibliotheken spreche. Und die Öffnungszeiten müssen gewährleistet sein. Ich möchte nicht in der Diskussion stehen müssen, zu sagen, ich mache 5 Stunden weniger auf und betreibe dafür Provenienzforschung. Nee, das ist ja auch... Das muss man auch in die Öffentlichkeit tragen, das wäre sehr interessant. Nee, darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht nicht um 5 Stunden. Aber aus Ihrer Erfahrung als Leiterin könnten Sie doch zum Beispiel sagen, Sie haben ein Haus mit 40 Angestellten, die für die Bibliothek da sind. Und Sie haben auch dort einen Altbestand. Wie viel von diesen 40 Stellen
könnten Sie sich vorstellen, für Provenienzforschung zum Beispiel freizustellen, wenn Sie wissen, dass Sie das haben und diese Arbeit auch machen? Also ich kann Ihnen ja sagen, ich habe es ja nicht, aber ich weiß zum Beispiel in Nürnberg gibt es eine Beschäftigte in der Stadtbibliothek, weil da eben ein großer Altbestand ist, weil da wirklich dieser große Altbestand ist. Die Streichersammlung von Judaika. Ja, genau. Das ist die Bibliothek der jüdischen Kultusgemeinde. Und diese Person ist verantwortlich für den Altbestand. Und sie hat, ich weiß jetzt nicht, wie viele Wochenstunden davon, von den 40 oder 39, die sie tätig sein muss, hat sie sicherlich einen bestimmten Anteil, um Provenienzforschung nicht selber zu betreiben, das kann sie gar nicht, sondern in Bewegung zu setzen vielleicht, zu veranlassen, um bestimmte Dinge zu prüfen, um in Kontakt zu treten mit anderen Leuten, die ihr da behilflich sein können, insbesondere eben auch mit Partnerinnen und Partnern. Also bei einer ganzen Stelle, wie in Nürnberg, würde ich sagen, sind das, ich kann das jetzt nicht sagen, aber es sind vielleicht 2, 3, 4 Stunden in der Woche vielleicht. Okay, Herr Barmdreier und Frau Müller hatten sich gemeldet. Herr Barmdreier, Sie waren zuerst. Ja, zuerst. Wir haben ja im Unternehmen Anfang der 90er dieses Projekt begonnen, ohne auch nur annähernde Vorstellung zu haben von dem, was dabei rauskommen könnte. Was wir heute sozusagen diskutieren, ist eine Zeitperspektive, die in Bremen bis 1948 denkt. Aber wir hören ja von Herrn Langer, wir müssen viel weiter denken. Wir müssen in die 50er, in die 60er Jahre denken, in die Neugründung, wo wir von der ZPA all diese DDR-Hauptgut, die vereinfachen das etwas sozusagen, Bestände aufgekauft haben, um Neugründung zu schaffen. Auch Bremen. Auch Bremen hat ja, ist mir auch eben erst bewusst geworden, auch nach 48, also in den 60er Jahren, 70er Jahren, Konvolute aufgekauft, die möglicherweise sozusagen kontaminiert sind. Und die man natürlich sozusagen in den Fokus nehmen könnte. Das erste Schaubild, das Sie gezeigt haben, mit diesem Kreislauf, wo sozusagen geklautes Eigentum in ein Volkseigentum überführt wird, der gilt ja sozusagen in einer Globalität, dass wir auch heute noch, sagen Finanzamt, sozusagen vielleicht in jedem besseren Bremer Haushalt eine Kommode finden, ein Porzellanobjekte, in der Bibliothek ein Buch, das wir sozusagen aus einem historischen Zusammenhang zu uns haben gelernt lassen können. Man kann sich fragen, ob sich das lohnt, sowas zu erforschen. Angesichts der Mühe, die das detektivisch sozusagen der Mühe macht. Ein Buch zu finden zwischen 10.000 ist die Suche dann nach der Nadel im Heuhaus. Ja, Frau Lison hat die Frage der Verhältnismäßigkeit aufgeworfen. Ja, die Verhältnismäßigkeit. Aber die Frage ist natürlich die Frage, ist das überhaupt zulässig, so zu fragen? Ist das moralisch oder sozusagen vertretbar, sozusagen in ökonomischen Kategorien zu denken? Und ist es vertretbar, überhaupt in historischen Kategorien zu denken, wo wir alle zukunftsorientiert digital denken müssen? Jetzt machen Sie ein sehr weites Feld auf. Ja, ich meine, beides. Aber danke. Ich sehe ganz deutlich, dass sozusagen diese Umverteilung, diese Zurückführung im Volkseigentum, die hat funktioniert, bis in den kleinsten bombengeschädigten Haushalt hinein. Sie dauert bis heute an, das ist, glaube ich. Die dauert bis heute an und wir können uns natürlich heute fragen, wollen wir das nicht mal genauer wissen? Ja, vielen Dank. Frau Müller, bitte. Ja, Sie sind die Direktorin, sagte ich schon, dass jeder auch weiß, wer spricht. Ja, genau. Ich bin die Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek hier in Bremen und Herr Zersulis, der unser Projekt gerade vorgestellt hat, das er betreut und das er seit 2015 jetzt über die Jahre zu einem abschließenden Ergebnis seiner Untersuchung führen wird, ist kein Selbstverständnis. Also wir sind natürlich in einer Verpflichtung, die Herr Barmdreier schon benannt hat, und sehen uns auch in einer guten Tradition sehr früh über diese Frage, wenn auch mit politischem Anschluss von außen, geforscht und untersucht zu haben, wie ein zu Unrecht erzogenes Kulturgut uns in der Bibliothek gelangt und wie wir es eben auch in der Aufdeckung und in der Dokumentation in die Restitution gegeben haben.
Aber weshalb können wir jetzt dieses Projekt durchführen und weshalb ist dieses Unverhältnis von den Sprachen, also über so viele wissenschaftliche Bibliotheken und nur so wenige, die jetzt in der Provenienzforschung Untersuchungen durchführen, zu erklären? Ich glaube, es ist wie bei uns ebenso die Frage, dass die Bibliotheken es nicht aus ihrem eigenen Leistungsvollzug herstellen können, dass es also in den Bezügen darauf auch keine kapazitäre personelle Situation gibt, die dazu auch befähigt wäre, und die Neutralität dieser Untersuchung, das wäre auch nochmal ein Aspekt, auch ein bewusster Vorgang von außen sein sollte. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Provenienzforschung hat immer auch den Anspruch, alles das aufzudecken, was für die Bibliothek vielleicht auch nicht so schön ist und was auch nicht so also vorzeigbar ist. Und dennoch, glaube ich, wird es nicht aus sich selbst heraus geschehen, sondern immer einen Anschluss und eine Unterstützung gebrauchen. Dass wir diese Unterstützung jetzt nutzen können, ist einfach ein politisch guter und auch wichtiger, also unterstützender Faktor. Aber ich glaube, dass so viele es noch nicht getan haben, ist auch der Hinweis darauf, dass es keine Unterstützung in dieser Hinsicht gab. Und aus der eigenen, wie gesagt, Leistungsfähigkeit der Bibliotheken ist es nicht zu leisten oder nicht eben mal so mitzuerledigen. Also das, glaube ich, würde Helena auch bestätigen, wenn sie nicht ihr Engagement in der Perspektive auf diesen Gegenstand richten, können sie auch noch so vielen Bibliothekaren von ihrer Arbeit berichten. Sie können das nicht stellvertretend für sie tun. Und glaube ich, da liegt sozusagen eine Begründung für die doch zurückhaltende projektbezogene Forschung, die wir durch die Förderung jetzt des Deutschen Zentrums Kulturverluste möglich machen können. Und dass sie in Anspruch genommen wird, ist einfach auch ein gutes Indiz darauf, dass wir da was zu tun haben. Ich habe mir die Zahlen geben lassen von Magdeburg. Deutsche Museen haben bislang 12 Millionen Euro an Projektmitteln beantragt und bekommen für ihre Provenienzforschung. Die Bibliotheken insgesamt weniger als ein Viertel dieser Summe. Dabei sind ja die Bibliotheksrecherchen, das wurde sehr eindrücklich deutlich, eher noch viel aufwendiger, weil die Spuren verwischter sind, Gemälde haben Rückseiten, auf denen allerlei stehen kann. Bei Büchern ist das natürlich auch deswegen schwieriger, weil es serielle Werke sind und keine Unikate. Das ist ja völlig klar. Das ist also sozusagen das sind die Mittel, die verschieden beantragt werden. Herr Lange, andererseits haben Sie mir gesagt, Ihre Erfahrung oder Ihr Blick auf Bibliotheken ist, wenn Bibliotheken da rangehen, dann haben die so von vornherein das Ziel, sie wollen auch restituieren. Und das ist bei Museen ja nicht unbedingt immer der Fall. Also nicht umsonst ermahnt die Kulturstaatsministerin, die Bibliotheken da noch ein bisschen weniger haltstarrig zu sein, um jetzt das in meinen Worten auszudrücken. Und Ihr Eindruck ist also tatsächlich, dass Bibliotheken, wenn sie es dann machen, dann aber auch tatsächlich die Restitution von vornherein im Auge haben? Und liegt das dann wiederum daran, dass der materielle Wert geringer ist als bei Kunst? Das ist mit ausschlaggebend auf jeden Fall, aber ich denke, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Der Provenienzforscher in der Bibliothek arbeitet doch anders als der Kunsthistoriker, der im Museum arbeitet. Der Provenienzforscher, können wir aus unserem täglich tun, also wenn wir Spuren haben und wir können die nachvollziehen, dann ist ganz klar, dass wir sofort auch an Restitution denken. Das heißt, wir machen den Kontakt oder versuchen den Kontakt zu den Erben irgendwie zu bekommen und zu sagen, wir haben hier etwas gefunden, wir würden das gerne zurückgeben. Wenn Museen Provenienzforschung machen, dann begnügen sie sich oft damit, festzustellen, was die Provenienz ist, aber nicht demjenigen auch das wiederum anzubieten. Also das markanteste Beispiel ist, in dieser Hertie-Sammlung haben wir natürlich die ganzen Bücher von Chodowiecki oder über Chodowiecki oder Almanache aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die mit Kupferstichen von Daniel Chodowiecki, dem berühmten Kupferstecher des 18. Jahrhunderts, illustriert wurden. Der erste große Fall, wo auch das Bundesamt für offene Vermögensfragen damals auf die Familie Tietz oder über Anwälte zugegangen ist, war das Bild Die Milchfrau. Aufgedeckt 2009, glaube ich, 2010. Es gab auch in der Presse Berichte darüber. Der zuständige Mitarbeiter hat also wunderbar das auch dargelegt. Dieses Bild befindet sich immer noch im Bundesamt. Obwohl wir seit 7 Jahren wissen, wo es hingehören sollte eigentlich. Ja, also diese Wege laufen dort anders. Zum einen das Selbstverständnis, zum anderen die Spuren. Natürlich, wenn wir die Zugangsbücher nicht haben, ähnlich ist es in Museen, wird es immer schwieriger. Was sagen Bild oder Rückseiten von Bildern? Auch da ist es oft viel schwieriger, dem nachzugehen, weil Bibliothekare schon immer anders gearbeitet haben. Die waren immer gute Verzeichner. In all den Jahren haben sie gute Listen und Bestandsbücher angelegt. Also von daher ist es vielleicht in dem Fall
einfacher auf die Spur zu kommen. Aber dieses Selbstverständnis, denke ich, zumindest ist meine Erfahrung, ist bei den ist bei freien Wissenschaftlern oder eben bei Bibliothekaren oft mehr zur Opferperspektive hin gedacht. Ja, Frau Müller, Sie haben es ja angesprochen. Sie sagen, eigentlich ist es ein Prozess, der auch von außen mit geführt werden müsste. Sie haben gesagt, Neutralität, Objektivität. Herr Lange ist so ein Beispiel, er ist Freiberufler und Sie machen es über Werkverträge. Gleichwohl ist es ja auch für Sie keine ideale Situation, weil Sie dann ja eben immer abhängig von den Magdeburger Anträgen eben befristet arbeiten. Aber würden Sie das teilen, dass es ganz wichtig ist, dass Sie kein Angestellter des Hauses sind? Oder hätten Sie als Angestellter das Gleiche gefunden und die gleiche Hartnäckigkeit bewiesen? Ich hätte ja auch nichts dagegen gehabt, angestellt zu sein. Ja? Also ich habe mich nicht dagegen gewehrt, sondern es war schier nicht möglich, dass die Stadt die Stellenpläne aufgemacht hat. Also von daher, das war die einzige Möglichkeit. Und als ich angefangen habe, für ein Jahr, sagt man, okay, dann kam noch ein Jahr, noch jetzt, mittlerweile geht es ins vierte Jahr hinein. So, dass man sagt, ja, natürlich wäre eine Idealvorstellung schon auch, mal angestellt zu sein und in so einem Haus zu arbeiten. Wenn ich in die Geschichte, auch in diese DDR-Geschichte, die natürlich ganz und gleich anders aufgestellt war, da waren für den Altbestand in dieser Bibliothek 4 Leute zuständig. Heute ist es eine Person, und die sich mit 20% ihrer Stelle um diesen Altbestand kümmern kann. Obwohl der Altbestand 1/3 des Gesamtbestandes ausmacht. So. Also von daher, das ist das, was diese Politik zum einen des Hauses, aber auch des Trägers ist. Wie werden Ihre Ressourcen verwendet? Ich glaube, ergänzend möchte ich noch ein Argument erwähnen. Die wissenschaftlichen Bibliothekare und auch der wissenschaftliche Dienst, also die akademisch ausgebildeten Bibliothekare in den Bibliotheken, haben in der Regel eine Funktion und eine Aufgabeübertragung, die das Informationssystem, die bibliothekarischen Dienstleistungen, die jeweiligen fachspezifischen Aufgaben, die sie übertragen bekommen, in der Vermittlung der Informationen zu organisieren, in der Erschließung, in der Bereitstellung, aber nicht in der Beforschung des Materials. Und diese wissenschaftliche Beforschung, das ist ja ein ganz elementarer Bestandteil der Provenienzarbeit, die ist eben im Berufskontext und in der Aufgabenausübung einfach so nicht vorgesehen in dem Berufskontext der wissenschaftlichen Bibliothekare, zumindest in Zeiten, in denen wir heute leben, ist das so. Und ich glaube, deswegen ist diese Perspektive auf die Projektsituation und auf die besondere Förderung, das genau zu tun, was wir sonst nicht tun können und auch nicht im Aufgabenprofil leisten, über so eine Initiative wie die vom Zentrum für Kultur und Verluste so unentbehrlich. Für das Aufgabenprofil kommt gleich nochmal zurück, Herr Babenreise, direkt reagieren wollen. Ich wollte nur zu Frau Müller sagen, ist nicht mehr Aufgabe der wissenschaftlichen Bibliothekar in der heutigen Situation. Weil sozusagen die Denke, nicht, dass man vereinfacht sozusagen, eine andere geworden ist, der historische Bestand, die wissenschaftliche Aufarbeitung des historischen Bestandes, und die NS-Zeit ist mittlerweile historischer Bestand, und das wird uns plötzlich, das kommt sozusagen so unverhofft über uns. Oh shit, da haben wir doch noch wieder historischen Bestand, für den wir uns kümmern müssen, für den wir aber keine Kapazitäten mehr haben, weil die sozusagen eine moderne Dienstleistung kriegen. Und da haben wir die ZK. Oder DKZ. DZK, also, Deutsches Zentrum Kulturgut. Die ja seit einigen Jahren Geld zur Verfügung stellt, auch wenn es dann immer nur prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind. Wir könnten ja, es genügt ja, einen Antrag zu stellen bei der DZK, und er wird, da bin ich sicher, für die Bibliotheken, wenn er hinreichend begründet ist, genehmigt werden. Also der erwähnte Herr Hartmann, die Provision, die Sie eingebracht haben, der dort die Provenienzabteilung leitet, sagt, am Geld scheitert kein Antrag. Und Herr Ruppel, der da auch im Beirat tätig ist, im Wissenschaftlichen, sagt, auch wenn das kleinere Einrichtungen sind, dann wird ihnen soweit geholfen, in dem Sinne, dass Eigenleistungen sehr großzügig auch bewertet werden, dass die Komplementärmittel also auch aufgebracht werden können. Also am Geld scheitert es nicht, wird behauptet. Jetzt ist trotzdem die Rede von Verhältnismäßigkeit, vom Aufgabenprofil, wo das nicht reinpasst, von der Vernachlässigung der historischen Altbestände im Allgemeinen. Frau Lison, nochmal die Frage an Sie. Können denn die Verbände noch mehr tun aus Ihrer Sicht? Oder sind Sie also anders als Herr Ruppel der Meinung, dass es wirklich, dass Sie genau das leisten, was Sie können, und das ist dann auch im Verhältnis? Naja, die Verbände haben auch Geldsorgen. Das heißt, die Verbände können selber überhaupt nicht operativ tätig werden in dem Zusammenhang. Das ist ja völlig klar.
was die Verbände natürlich tun können. Und ich denke, dass das auch eine Aufgabe der Kommission ist, die jetzt ja neu ist. Also wenn wir jetzt eine Kommission hätten, die schon 10 Jahre arbeiten würde und die auch vielleicht eine gewisse Ausstrahlung in die verschiedenen Fachbereiche hätte, dann wäre das vielleicht auch schon an einem anderen Ort. Und ich denke auch, dass gerade die Aufgabe der Kommission ist, wie ich sagte, dieses Bewusstsein zu schaffen. Das sind alles Leute aus den ganz großen Bibliotheken, wie ich schon erwähnt habe, die sich mit Sicherheit lange schon mit dem Thema befassen können und auch sehr, sehr gut orientiert sind, was da Sache ist. Die Aufgabe ist es jetzt, Bewusstsein zu schaffen. Ich denke, das ist eine Aufgabe der Verbände in verschiedenster Hinsicht und auch in dieser Hinsicht. Dass die Verbände auch tun können, aber ich glaube, weil es hier selber dieses Zentrum inzwischen gibt und auch Herr Hartmann sagt, es gibt im Grunde kein Geldproblem, hat es jetzt keinen Sinn, die Kulturstaatsministerin aufzufordern, noch mehr Geld da reinzustecken, weil erstmal das Bewusstsein da sein muss. Ich denke, das ist eine ganz entscheidende Sache. Und da kann die Kommission tätig werden. Das Bewusstsein wird im Wesentlichen über Fachartikel geschaffen, das Bewusstsein wird über Veranstaltungen geschaffen, das Bewusstsein wird über Bibliothekartage und deren Sektionen geschaffen. Und das ist das Entscheidende, finde ich. Und da muss man auch erstmal dieser Kommission, das sind wie viele Leute? 8 Leute, da muss man dieser Kommission auch erstmal Zeit lassen, tätig zu werden, finde ich. Okay, also ich verstehe Sie so, es gibt Rückenwind vom Verband für solche Bemühungen, ja. Es gibt die Bemühungen, da Bewusstsein zu schaffen, es gibt die Kommission, die jetzt mal tätig, deren segensreiche Wirkung wir jetzt abwarten. Ja. Herr Langer, kommt das bei Ihnen an in der Fläche, sag ich mal, dass da die Spitzenverbände also aktiv sind? Also in der Provinz eher nicht. Also die Sache ist, der DBV ist ja nun der Bundesverband. Es hat ja jedes Bundesland nochmal einen eigenen Verband. Ich denke, diese Verbandsarbeit auf der Ebene müsste natürlich auch oder ist viel näher dran an diesen Provinzbibliotheken, an den Stadtbibliotheken, die Landesverbände. Also es gibt ja den Sächsischen Landesverband auch, der damit zwei prominenten Vertretern ausgestattet ist, unter anderem auch dem ehemaligen Oberbürgermeister von Bautzen, der ist der Vorsitzende des Sächsischen. Ja, da müssen Sie doch einen kurzen Draht haben. Müsste man haben. Also er ist der Sache auch aufgeschlossen, aber niemand sieht, dass es irgendwo Mittel geben könnte. Und alle sagen, momentan gibt es nur Mittel vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Mhm. Aber die Frage ist halt, die ich immer wieder aufwerfen möchte, ohne jemanden anzugreifen. Möchten wir Provenienzforschung, NS Raubgutforschung wirklich machen? Und dann müssen wir sie auch finanziell ausstatten. Das heißt, die Einrichtung und der Träger müssen auch ihren Teil der Finanzierung sich ausdenken. Und zwar nicht nur für dieses Projekt, sondern kann ich das im Haus irgendwie implementieren? Mit einer ganzen Stelle irgendwie wahrscheinlich nicht, aber lässt sich das vielleicht splitten oder anteilsmäßig irgendwie gestalten, sodass es also mittel- bis langfristig in den Häusern implementiert werden kann. Diese Frage sollte man immer wieder mal aufwerfen und dort sollte eine Lösung gefunden werden, denke ich. Wir sind auf dem Weg, Frau Lisong hat auch gesagt, die Kommission ist ja schon mal da. Ne? Also die Leute, die dort drin arbeiten, sind auch in dem Arbeitskreis für Provenienzforschung in Bibliotheken und Restitution. Die arbeiten schon viele Jahre daran. Sie sind aufgewertet worden. Das heißt, auch unsere Arbeit ist damit aufgewertet worden. Aber eben im wissenschaftlichen Bereich, im öffentlichen Bereich oder im Bereich der öffentlichen Bibliotheken kommt das nur dort an, wo Verantwortliche eh für dieses Thema sensibilisiert sind. Und das ist eine Minderheit. Und das ist eine Minderheit, genau. Ja, aber die arbeiten jetzt nicht nur für die wissenschaftlichen Bibliotheken, sondern gerade diese Kommission ist etwas, was für alle Bereiche vorgesehen ist. Dass jetzt zufällig in der Erstbesetzung dort Menschen sind, die ausschließlich aus wissenschaftlichen Bibliotheken kommen. Gut, da muss man natürlich sehen, welche Kapazitäten haben die Menschen, sind sie bereit, sich einzusetzen. Denn das ist ein Großteil ehrenamtlicher Arbeit, diese Kommissionsarbeit. Das muss man auch klar sagen. Dafür gibt es nicht Kompensation zu 100% aus den Häusern. Richtig, aber die Leute, die dort arbeiten, die kennen wir ja zum großen Teil auch, die sind aus diesem Arbeitskreis heraus und was die eben besonders gut auch entwickelt haben, ist das System der Verzeichnung, also auch das Sichtbarmachen von Forschungsdaten innerhalb der Bibliothekskataloge, wie man etwas sichtbar und nutzbar macht für den Bibliotheksnutzer. So von daher sind wir wieder bei diesem Arbeitskreis und diesem Arbeitskreis sind die Leute vertreten, die Raubgutprojekte machen und da bisher Bautzen die einzige ÖB war, bin ich eben auch der einzige ÖB-Vertreter innerhalb dieses Providenzarbeitskreises gewesen. Also es kann auch gar niemand rein.
Noch dazu bin ich im Werkvertrag, kann also gar nicht entsandt werden von einer Bibliothek, um dort mitzumachen zum Beispiel. Also da beißt sich die Katze wieder im Schwanz, weil es keine institutionelle Andockung einer Person oder einer Stelle gibt. Man könnte sich ja vorstellen, dass jemand aus Nürnberg zum Beispiel, dass die verantwortliche Beschäftigte in Nürnberg sich ebenfalls demnächst in dieser Kommission auch engagiert. Das muss man aber eben Stück für Stück sehen. Und dann kann auch Frau Schelle-Wolf aus Hannover dazukommen, aber mehr eben schon. Ja, ihre Mitarbeiterin eher, wahrscheinlich sie selber nicht. Gleich ist unsere Landesarchäologin hat sich gemeldet, Ute Halle. Ja, ich habe mal eine Frage. Wir haben ja jetzt ganz viel so über entzogenes jüdisches Eigentum gesprochen, aber Herr Blei hat vorhin schon darauf aufmerksam gemacht, von der Wehrmacht ist ja auch in den besetzten Ländern dann halt viel Kulturgut entzogen worden. Und ich weiß von einem Fall halt auch so, wo aus der Ur- und Frühgeschichtsbibliothek in Warschau das erstmal nach Posen verlagert worden ist über die Wehrmacht und dann von da aus nach Marburg an den Doktorvater weitergegeben worden ist. Das heißt, die zuständigen Archäologen haben geschrieben, wir haben dann das und das jetzt als Dubletten, das brauchen wir hier gar nicht mehr, was brauchen Sie denn? Ganz nett und höflich angefragt, und der Doktorvater hat zurückgeschrieben, ich könnte das und das gebrauchen und wir wissen aus dem Brief, dass das auch tatsächlich in Marburg angekommen ist. Die Marburger Seminarbibliothek sagt, oh, da wollen wir aber gar nicht ran. Das sagen die heute. Heute. Genau. Die Zentralbibliothek in Marburg hat das bereits. Vor 2 Jahren haben Sie das gesagt, also es ist noch Marburg war auch ähnlich früh wie Bremen, nicht ganz so früh, und betrifft aber nur die Zentralbibliothek und Instituts, also Seminarbibliotheken, da haben Sie jetzt ganz andere Erfahrungen. Die sagen, also da gehen wir lieber nicht ran, das ist so eine Koryphäe, und da hat ja die Bibliothek im Seminar mit seinen eigenen Mitteln zum Teil aufgebaut. Und da muss man doch Rücksicht haben. Was sagen Sie dazu als Verbandsvertreterin, wenn Sie so einen konkreten Fall hören? Ja, ist unerfreulich, kann ich nur sagen. Aber wir können ja keine Sanktionen ausüben gegen solche Einrichtungen. Ne? Briefe schreiben. Nein, aber was mich interessiert, ist einfach auch die Frage, ob auf solche Bestände eventuell jetzt bei der Suche nach dem jüdischen Kulturgut auch gleich geachtet wird. Kann ich gleich etwas zu sagen. Also das betrifft ja auch die in dem Bereich des Beutegutes. Das ist ja sozusagen im Unterschied zu Raubgut oder verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut, sind das dann noch andere Kriterien, die da sozusagen auch untersucht werden oder die auch sozusagen dann geltend gemacht werden, wenn es um die Rückgabe geht. Also sozusagen bei solchen Sachen müsste dann, ohne dass ich den konkreten Fall jetzt kenne, aber wenn es sich um Beutegut handelt, das aus Warschau stammt, dann müsste das sozusagen das über das Auswärtige Amt geregelt werden, weil das dann sozusagen in andere Kanäle geht. Das Raubgut ist eben sozusagen dieses verfolgungsbedingt entzogene Kulturgut, das eben hauptsächlich jüdischen Vorbesitz betrifft oder eben auch politische Parteien betrifft. Das ist eben sozusagen, das sind Kulturgüter, die ausschließlich aufgrund der Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialismus entbinden wurden. Das ist der Unterschied. Unabhängig davon, wenn wir jetzt eine Bestandsprüfung machen und uns fällt sowas auf, wird das natürlich auch dokumentiert. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Auf alle Fälle wird das dann eben auch gemeldet und dann werden da eben auch die entsprechenden Schritte eingeleitet. Wir haben jetzt noch keinen Fall gehabt, deswegen kann ich das jetzt so groß behaupten, aber das wird auf alle Fälle nicht unter den Tisch gekehrt. Aber das ist eben genau das Problem, was wir haben, unsere Projekte, und wir leben ja von der Projektförderung, gefördert wird NS-Raubgut. Nicht Beutegut und nicht Provenienzforschung an sich, sondern NS-Raubgut wird gefördert. Das heißt, dem Geldgeber muss ich meine NS-Raubgutforschung vorzeigen. Also das ist mein Werk, was ich zu liefern habe. Jetzt wieder mein Plädoyer für die Implementierung von Provenienzforschung in den Häusern. Bin ich Angestellter, dann bin ich an allen Provenienzen interessiert. Bin ich Werkvertragsnehmer oder nur für dieses Projekt da, muss ich das bringen. Also wir hätten einen viel größeren Gewinn, könnten wir alles machen. Das habe ich nicht verstanden. Können Sie das nochmal erklären? Mit der Provenienz, also ich sagte ja eingangs schon, Provenienzforschung ist ja ganz viel. Also Provenienzen als die Herkunft. Ja. Und gefördert
unsere Projekte werden gefördert, weil wir nach NS-Raubgut suchen. Also wir nach jüdischen Entzug zwischen 33 und 55, oder nicht einen jüdischen, sondern überhaupt Entzug durch die Nationalsozialisten. Da kommen auch die Gewerkschaften mit rein und so weiter. Es gibt natürlich auch diesen Fall der von geraubten Bibliotheken oder Teilbibliotheken oder Museumsgegenständen in den okkupierten Gebieten. Auch ein Thema, was es noch dazu gibt, da wird gar nicht, das ist politisch nicht so auf der Agenda, weil es kompliziert ist. Was ist mit diesen Gütern, die eingelagert waren in Gebieten, die heute nicht mehr zur Bundesrepublik gehören, die aber von den Nationalsozialisten sozusagen auch geraubt wurden und von den einzelnen Behörden dort eingelagert wurden? Auch da gibt es Bestände, die nicht erforscht, also nicht von deutschen Forschern erforscht werden können. Aber wenn Sie derartige Bestände finden, dann werden Sie ihn doch wahrscheinlich auch katalogisieren und sagen, das gibt's, das ist doch normal, dass man, wenn man nach etwas forscht, dass sich sofort neue Fragestellungen ergeben. So. Und welcher Antraggeber dafür jetzt ist, Antraggeber ist ja Quatsch, welche Institution jetzt mit der Förderung dafür zuständig wäre, das ist doch die zweite oder die dritte Frage. Oder muss sie das unmittelbaren Dingungen befassen? Ich muss ja meine Arbeit legitimieren können. Das heißt, wenn mein Fördermittelgeber oder mein Auftraggeber sagt, du machst bitte schön für uns die NS-Raubgutforschung, dann hat man diese Forschung auch zu machen. Aber wir machen natürlich diese andere Forschung auch mit. Und solange es zeitlich vertretbar ist, werden wir das auch mit dokumentieren und aufdecken. Aber es ist nicht so, dass der Antrag für Provenienzforschung an sich ist, sondern der Antrag und die Fördermittel sind für NS-Raubgutforschung. Ja, das muss man schon unterscheiden auch. Frau Müller. Die Projekte, deren Erfahrungen über die vielen Jahre, die sich wissenschaftliche Bibliotheken mit der NS-Raubgutproblematik und der Forschung der Provenienzen beschäftigen, führte ja auch zu einer Art von Professionalisierung der, also Forschungsfragen, die mit diesen Projekten jetzt verknüpft sind, auch in der Dokumentation der Informationen, die gesammelt wurden, hat man eben auch ja mittlerweile gute Verzeichnisstrukturen, die dokumentieren das, was wir eben gehört haben, die Provenienzen unabhängig von Raubgut generell, auch mit dem Hinweis auf die Nachweise, von wo kommt, über welche Hände geht, so sich das eben ermitteln lässt. Und das ist schon auch ein Auftrag, der mündet ja unabhängig von den aktuellen Projekten in Informationen, die für alle sichtbar eine, also bleibende Information sind und nicht unmittelbar dann nur ein Verwertungsinteresse im Sinne der Raubgutforschung und der möglichen Restitution bedingt. Also ich will damit sagen, dass Provenienzforschung auch einen Niederschlag findet in den, also Katalogen, in den Informationssystemen der Bibliotheken und damit auch für alle Nutzer einen Mehrwert an Informationen über das bibliografische oder den direkten Zugang zu Material hinaus. Und das finde ich schon ein wertvolles Instrument und eben auch ein aus der Forschung sich entwickelndes, also Bewusstsein, also diese Erforschung auch eben zu einer Dokumentation all der Herkünfte, die sich eben da darstellen lassen, in den Informationen des Katalogs zu hinterlegen und sie damit eben, wie gesagt, nachweisbar sichtbar zu machen. Ich will nochmal auf mögliche Hilfestellungen seitens des Verbandes zurückkommen. Der DBV ist ja nur ein Verband, der die ÖBs und die wissenschaftlichen Bibliotheken gleichermaßen vertritt. Und wenn man jetzt hört, dass natürlich die Erfahrungsgründe sehr verschieden sind, die personellen Ausstattungen sehr verschieden sind, ist es dann nicht naheliegend zu denken, dass der Verband auch einen Wissenstransfer mitorganisieren könnte, dass ÖBs sozusagen auch noch stärker andocken können an die Kapazitäten der WB in diesem Fall? Ja, das muss über die Kommission laufen. Wir haben keine Kapazitäten im Verband, um solche operativen Dinge durchzuführen. Das geht es einem, ist einfach nicht möglich. Wir leben von Projekten, die national ausgerollt werden, die aber jetzt nicht auf einzelne Bibliotheken orientiert sind, also mit Provenienzforschung auch nichts zu tun haben, sondern wir leben von Projekten wie die Deutsche Bibliotheksstatistik und andere Dinge, da werden wir finanziert, aber ansonsten sind wir Mitglieder finanziert und für die mitgliederfinanzierten Aufgaben haben wir 3 Personalstellen für ganz Deutschland in der Geschäftsstelle. Diese können nicht das leisten, dass jetzt einzelne Themen von diesen einzelnen 3 Personalstellen bearbeitet werden. Dafür haben wir die Kommission, dafür haben wir auch Geld aus den Mitgliedsbeiträgen für die Kommission. Und die Kommissionen sind auch berichtspflichtig an den Vorstand.
Die bekommen auch Einzelaufträge, jetzt nicht, guck mal in der Bibliothek sowieso nach, aber es gibt schon natürlich die Frage, wie bindet ihr jetzt die Kommission, die ihr hier neu gegründet worden seid, zum Beispiel das Thema öffentliche Bibliotheken ein? Das kann man natürlich fragen. Das ist aber im Grunde auch schon das, was man tun kann. Man kann überlegen, so hatte ich auch mit Dr. Hartmann darüber mal gesprochen, es gibt ja die deutsche Bibliotheksstatistik, die wird jedes Jahr abgefragt, beziehungsweise die Bibliotheken melden freiwillig ihre Nutzungsdaten, nutzen ihre Bestanddaten, ihre Personaldaten. Ob man in diesem Zusammenhang mal eine Sonderumfrage macht, dass man den Bibliotheken die Möglichkeit gibt, so eine Meldung auch durchzuführen zum Beispiel. Mhm. Das hängt aber nicht von uns ab, weil wir diese Bibliotheksstatistik nicht operativ betreiben, sondern das macht eine Landeseinrichtung in Nordrhein-Westfalen, das Hochschulbibliothekszentrum in Köln, die dafür wiederum Geld bekommen. Und dann sagen die natürlich, wenn wir das jetzt extra programmieren müssen, müssen wir wieder Geld bekommen. Das ist die Frage, ob sie das zum Beispiel bei Dr. Hartmann beantragen können, so eine Umfrage bei der DBS, bei der Deutschen Bibliotheksstatistik mal zu machen. Mhm. Also solche Dinge könnte man mal überlegen. Umzusetzen, aber auch das braucht Geld und da kann man eigentlich im Moment wirklich nur dieses Zentrum in Magdeburg anfangen. Alles andere finanziert keiner. Darf ich noch mal kurz nachfragen hier, weil Sie sagen, das müsste über die Kommission gehen. Nun, da wir ja verknüpft sind und die Leute dort auch kennen, was wäre denn dann Ihre Vorstellung, was diese Kommission dann machen oder in die Breite wirken könnte? Ja, das Erste finde ich, mal abgesehen von der eigenen Forschung, die selber betreiben für ihre eigenen Häuser, das Erste finde ich, ist, dass klar gemacht wird von der Kommission, was ist das Problem und auch Bibliotheken klar gemacht wird, die bisher dieses Problem nicht so für sich sehen. Also ich spreche jetzt nicht von so einer Bibliothek, wie Sie sie gerade besprochen haben, die jetzt schon darauf hingewiesen worden ist, da gibt es was und dann, sagen wir mal, eine Position einnimmt, wir wollen das nicht. Sondern ich spreche von Bibliotheken, die gar nicht auf die Idee kommen, dass sie derartige Themen überhaupt für sie berührend sind. Und deswegen würde ich immer sagen, die Kommission muss klar machen, das ist das Thema und das kann auch für öffentliche Bibliotheken das Thema sein. Also das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Und wie schafft sie das? In Form von Publikationen oder? Ja, ich sagte gerade, es gibt ja, wir haben ja verschiedenste Fachzeitschriften, wir haben den Bibliothekartag, den Bibliothekskongresse, wo die Kommissionen in der Regel ihre Auftritte haben, selber ihre eigenen Mitglieder dort zu Vorträgen antreten oder sich Kolleginnen und Kollegen, die dieses Thema sich angenommen haben, einladen zu Vorträgen und dann ist die Frage, wer kommt zu einer solchen Veranstaltung. Also der Bibliothekartag für 2018 oder für 2017 ist fertig. Wir sind da. Ja, bitte. Also das ist genau der Punkt. Und die Kommission wird mit Sicherheit für den nächsten Bibliothekartag 2018 ein eigenes Konzept entwickeln. Wie sehen Sie das denn, die Bereitschaft von Bibliotheken, sich damit zu beschäftigen oder erstmal die Erkenntnis, es könnte ein Thema für uns sein, obwohl wir das nie gedacht haben? Also haben wir da im Augenblick einen dynamischen Prozess, dass bald die meisten das sozusagen für sich internalisiert haben oder sind wir da noch? Wir sind noch ein Stück entfernt. Also ich glaube, Sie wissen ja, sind so nicht die dynamischsten Einrichtungen, jedenfalls landläufig betrachtet, wobei wir das wirklich sind, aber das ist ja so die landläufige Meinung, dass wir alle unsere Zeit genügend brauchen. Und wie sind Sie in diesem Fall wirklich in dieser... Ich würde sagen, das braucht einfach seine Zeit, weil es gerade bei den öffentlichen Bibliotheken, wenn es sie betrifft, wirklich nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit bislang war und auch nicht im Zentrum der Vermutung, kann da überhaupt was für uns Relevantes vorhanden sein. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, halte ich für extrem wichtig und da setze ich auf solche, nicht umsonst ist diese Arbeitsgruppe der wissenschaftlichen Sektion, also der wissenschaftlichen Bibliotheken und deren Sektion im Deutschen Bibliotheksverband aufgewertet worden als Kommission. Das hat ja seinen Sinn gehabt, das ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen. Denn diese Kommission hat ein Recht auf einen bestimmten Zuschuss, die kriegt mehrere tausend Euro im Jahr, um tätig werden zu können. Und das muss erstmal erbracht werden, auch von einem Verband wie dem Deutschen Bibliotheksverband. Frau Müller.
Vielleicht würde ich jetzt ergänzend noch sagen, dass unabhängig davon, wie der Verband sich jetzt in der Kommissionsarbeit auf Provenienzforschung ausrichtet, dass es tatsächlich auch eine Selbstorganisation der Bibliotheken ist, die dieses Thema und die Sichtbarkeit und auch die Bedeutung des Themas also vermitteln können. Also der Bibliothekar ist ein Hinweis auf Veranstaltungen, wie der Arbeitskreise, die sich treffen, die sich austauschen, die ist natürlich auch ein Programm für die öffentliche, auch für das öffentliche Interesse des Fachpublikums auf den Bibliothekartagen kenntlich macht, einlegt, das sozusagen propagiert. Die Workshops des Symposiums in Hannover, die in den Jahren stattgefunden haben, sind ein anderes Gremium, in der die Bekanntheit des Themas also auch über die Fachgrenzen hinaus betrieben wird. Also ich glaube nicht, dass wir einen Mangel an Bewusstsein haben, vielleicht noch nicht in allen Bereichen gleichermaßen groß. Aktivitäten sind, haben wir gehört, auch nicht überall in gleichem Umfang betrieben worden, aber dass überhaupt die Wahrnehmung, dass NS-Raubgut und Provenienzforschung und auch darauf will ich es nochmal beziehen, eine Bedeutung hat, das ist, glaube ich, schon über die vielen Jahre, die wir jetzt damit als wissenschaftliche Bibliothek zu tun haben, doch also eine Wahrnehmung, eine Sensibilität, die vorhanden ist. Dass wir den Fokus auf die öffentlichen Bibliotheken und auf deren wissenschaftliche Sammlungen oder auf historische Sammlungen eben genauso sehen müssen, das, glaube ich, kann noch in ein größeres Spektrum von Köpfen gelangen. Aber das auch sozusagen als einen Beitrag, den die Provenienzforscher ihrerseits in die Fachöffentlichkeit tragen. Also da würde ich nicht auf den Verband setzen, sondern sagen, die Selbstorganisation derer, die im Thema sind und der Bibliotheken, die in dieser Weise aktiv sind, sollte dazu beitragen, dass das auch ein leidendes und ein vielleicht noch mit größerer Dynamik betriebenes Thema wird. Das kann ich nur unterstützen und auch nochmal illustrieren. Das heißt, also allein die Fachartikel, die ich im letzten Jahr geschrieben habe, die reichen aus, glaube ich, um diesen öffentlichen Bereich mal abzudecken und zu zeigen, dass diese Arbeit wirklich notwendig ist. Also es war, glaube ich, in allen Bibliothekarszeitschriften oder in den großen war jetzt was über die ÜBs auch drin. Das andere ist auch auf dem Bibliothekartag, was ich jetzt aus meiner Perspektive sehen kann, ist jetzt das dritte Mal, muss jetzt nicht stimmen, dass es ein eigenes Panel gibt für Raubgutforschung, Provenienzforschung. Oder noch 15 bestimmt. Ja, gut. aber bisher war es immer so gewesen, die waren von der Organisation immer entweder ganz hinten oder ganz vorne. Und jetzt sind wir mittendrin. Also in diesem Jahr wird es wohl, ist es mal an einem Tag, wo schon alle auch da sind. Und nicht Freitagnachmittag oder beim letzten Mal war es vor dem offiziellen Beginn noch von früh, am ersten Tag von früh um 9 an. Ja. So, ne? Okay, also es tut sich auf vielen Wegen was. Es wird eine Kommission aufgewertet, kriegt ein paar 1.000 Euro, es werden Reisekosten vielleicht mal erstattet. Die Arbeitskreise, glaube ich, müssen sich auf eigene Kosten treffen bisher. Trotzdem ist ja manche Grundsatzfrage noch offen und Frau Lison, Sie haben diese Frage gestellt, wie ist denn die Verhältnismäßigkeit? Wir haben ganz viele Aufgaben, wir sind nicht ausreichend ausgestattet, wir müssen auch Öffnungszeiten einhalten und so weiter. Also man darf es sozusagen nicht so rigoros setzen, so habe ich das verstanden, dass es auf jeden Fall immer und prioritär gemacht werden muss, sondern das muss sich in der Verhältnismäßigkeit einbinden. Die Frage will ich gerne an Sie weitergeben, Frau Müller. Sehen Sie das auch so? Oder würden Sie für Ihre Einrichtung sozusagen da einen rigoroseren Standpunkt formulieren? Ja, also ich glaube, dass in der, wie gesagt, konkreten Situation auf unser Haus bezogen, die Entscheidung zu dem neuen Projekt, zu der erstmaligen, auch systematischen Suche aller, jedenfalls in den Jahren 33 bis 48 in die Bibliothek gelangten Bestände, dieses Projekt eben zu beantragen, es bewusst eben auch und selbstbewusst auch durchzuführen und mit all den Ergebnissen auch also offen umzugehen, das ist schon eine Haltung, von der ich glaube, dass sie wichtig ist und dass sie in der Unterstützung der Bibliotheksleitung in jedem Fall eine Bestärkung hat. Und so wir erkennen, dass es einen Mehrbedarf an Forschung gibt über das hinaus, was wir in den 3 Jahren Förderung realisieren, werden wir uns dem Thema auch weiter annehmen. Die Frage, wie kann das geleistet werden? Ich glaube, wie gesagt, in einem Projekt mit einer dezidierten, dazu zugeschriebenen Aufgabe ist viel mehr zu erreichen als in einer Verantwortlichkeit, die in einer Perspektive auf eine Anzahl von Kräften und auf ein Kontingent von Arbeitskapazität ausgerichtet ist, die nie diese sozusagen Fokussierung erlauben, wie wir sie jetzt in diesem Projekt mit eben der wissenschaftlichen Kompetenz des also auch Projektmitarbeiter regeln können. Ja, das ist klar. Sie haben die Frage für Ihr Haus beantwortet und handeln entsprechend und Ihr Haus steht auch in einer Tradition. Aber würden Sie das auch allgemein unterschreiben, dass das auch für andere Häuser so gelten sollte?
Ja, also ich gehe davon aus, dass, wie gesagt, dieser Anspruch auf Untersuchung der Bestände zu unrecht erzogenem Kulturgut auch zu stehen und das auch für das Haus jeweils hier für jedes dieser Häuser erklären zu können, dass das der Anspruch auch der Kolleginnen und Kollegen in den wissenschaftlichen Bibliotheken sein sollte. Ob er es definitiv ist, kann ich in Einzelheiten nicht bestätigen. Okay, gibt es Widerspruch? Ich habe bedenkliche Minen gesehen im Publikum. Möchte jemand sozusagen, das ist ja ein interessanter Punkt jetzt, wird es moralisch groß beantwortet oder unter Bezugnahme auf Verhältnismäßigkeit? Darüber kann man ja reden. Das ist ja sozusagen ein Knackpunkt. Herr Langer? Also ich begrüße das natürlich, dass man von Seiten der Bibliotheksleitungen diese Forschung unterstützt. Ich kann es aber nicht nachvollziehen und ich glaube nicht, dass wir der Sache gerecht werden, wenn wir das nur auf Projektförderung machen. Also da kann ich nur immer wieder, das ist alles temporär begrenzt. Das heißt, wir sind nach einer Zeit raus und die Leute, es gibt ja durchaus Wissenschaftler, die mit Doppelabschlüssen, die also auch im Bibliotheksabschlüsse haben und Wissenschaftler sind, also die durchaus diese Arbeit auch festangestellten Verhältnissen machen können. Nur wenn ich sehe, was an Provenienzforschern auch in unserem Arbeitskreis immer wieder entstanden ist und dann sind die Projekte ausgelaufen und die Leute stehen wieder auf der Straße. Und das ist, diese prekäre Situation ist das eine, aber das andere, was mich immer so wundert, wieso können wir uns das leisten, so eine Fachkräfte gehen zu lassen? Dann wird ein neues Projekt beantragt, dann wird ein neuer Provenienzforscher dorthin gesetzt, der muss sich wieder einarbeiten und so weiter. Und wir hatten das alles schon mal. Also ne, die Leute liegen dann brach und wir suchen uns immer wieder Projekte. Wenn wir Glück haben, haben wir ein Anschlussprojekt, wo wir weiterarbeiten können. Aber es gibt so und so viele Leute in der Provenienzforschung, die sind dann immer wieder weg. Und nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie keine Stelle kriegen oder kein Projekt. Also von daher, ich würde dafür plädieren, es muss ja nun nicht von Anfang an eine ganze Stelle sein, aber dass es vielleicht dort zur Kofinanzierung auch kommt, dass man dort vielleicht auch neue Ideen entwickelt, wie kann man solche Stellen schaffen. Also das hat man auch in den 20er Jahren schon gemacht. Von Bautzen kann ich berichten, dass die Bibliotheksleitungsstelle zur Hälfte von der Stadt finanziert wurde und zur Hälfte vom Innenministerium, weil der dann auch noch die Kreisbibliotheksarbeit dort aufgebaut hat. Ne? Also dort gab es eine Mischfinanzierung sozusagen. Das sind sozusagen strukturelle Fragen. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen, nicht zuletzt deswegen, weil die Stadtbibliothek Bremen jetzt in einer Viertelstunde mit einer sehr spannenden Veranstaltung beginnt, nämlich Alexandra Senft, der lange Schatten der Täter, auch das ist eine Veranstaltung im Rahmen des Programms zum 27. Januar. Ich will aber auch kurz Gelegenheit geben zu einem Resümee. Wenn Sie mögen, Frau Lison, wer möchte sozusagen daraus Schlüsse ziehen aus dem heute hier Gehörten? Ja, also mein Schluss ist der, dass die öffentlichen Bibliotheken, also mir war dieses Thema auch nicht so klar, muss ich sagen, bevor ich mich damit befasst habe. Und ich würde schon sagen, dass gerade die öffentlichen Bibliotheken, wo Altbestände sind, diejenigen, die keine Altbestände haben. Das ist Ihr Glück in Köln, Ihr Glück in Bremen, ja? Ja, nicht nur hier, sondern die meisten haben wirklich keine Altbestände. Also Herr Hamann spricht von mehreren Tausend, ich habe es schon mal nachgedacht. Ich habe, ja, ist völlig richtig, das halte ich für absolut übertrieben. Er sagt nicht nur Tausend, sondern mehrere Tausend, Sie sagen eher mehrere Tausend. Nee, er sagt Tausend. Also er hat mir Tausend gesagt und ich würde sagen, ein paar Hundert sind überhaupt in der Wahrscheinlichkeit, dass sowas da ist. Okay. Und dann finde ich, ist das Entscheidende, und da sehe ich eine ganz große Differenz zu den wissenschaftlichen Bibliotheken, insbesondere zu den Verantwortlichen für die ganzen Häuser, bei den öffentlichen Bibliotheken die Bewusstseinsmachung. Und dazu werden wir versuchen beizutragen als ersten Schritt. Wir können im ersten Schritt auch nicht mehr tun. Die wissenschaftlichen Bibliotheken haben eigentlich das Bewusstsein. Die Frage ist, wo haben sie das Potenzial? Und die öffentlichen Bibliotheken haben das Bewusstsein noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass auch der Bibliotheksleiter in Düsseldorf das interessant findet, aber nicht für sich relevant. Und das finde ich in Ordnung, wenn er sich dann mit diesem Thema befasst und das zumindest weiß, finde ich auch in Ordnung. Aber vielleicht ist ein anderer Bibliotheksleiter oder eine andere Bibliotheksleitung dann auch in der Lage, das nicht nur interessant zu finden, sondern für sich auch relevant zu finden. Und das müssen wir erstmal schaffen. Das gibt es im Moment nicht. Herr Sesovius, wie ist Ihr Bild?
gleich direkt drauf. Ich bin ein bisschen überrascht wegen dem Unterschied zwischen wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken. Ich bin ein bisschen überrascht wegen dem Unterschied zwischen sozusagen dieser Grenzziehung zwischen wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich kein Bibliothekar bin, sondern Historiker. Ich glaube nicht, dass es also so... Ich bin auch mit den Kollegen der Kommission vertraut. Wir haben ja auch, es gibt in einem bundesweites Treffen der Provenienzforscher in Bibliotheken. Und da geht es eben hauptsächlich darum, sich sozusagen Einfluss zu sichern im Gegensatz zu den Museen, die sozusagen auch sehr viel mehr in der Öffentlichkeit stehen. Und dass man sozusagen da irgendwie auch so eine Öffentlichkeit schafft, dass Bibliotheken eben auch was machen. Es gibt auch wissenschaftliche Bibliotheken, die sich damit nicht beschäftigen. Einige. Genau, und insofern ist auch diese Kommission eben auch da. Da haben wir eben auch sehr großen Wert drauf gelegt, als sie gegründet wurde. Und die wird auch sozusagen hoffentlich Mitherausgeber des neuen Leitfadens für Provenienzforschung. Dass die eben auch wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken vertritt, dass man da sozusagen eher eine gemeinsame Linie hat und auch gemeinsam weiter agiert. Und sicher, also jede Bibliothek oder jede Einrichtung hat irgendwie einen gewissen Stand, aber insgesamt sollte da irgendwie es möglich sein, dass eben alle Bibliotheken sich damit auch auseinandersetzen. Kurze Rückfrage, welcher Anteil von wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland, wenn wir ungefähr von 750 ausgehen, hat denn vermutlich Altbestände? Der wissenschaftlichen. Bei ÖBs hat man vorhin eingegrenzt, ja. Oder gab es verschiedene Annäherungen? Also, ich bin jetzt, ja, ich würde zum Beispiel bei öffentlichen Bibliotheken, ohne genaue Kenntnis zu haben, würde ich auch eher höher liegen als Herr Hartmann mit den Einschätzungen. Noch höher als Herr Hartmann. So viele Bibliotheken haben wir gar nicht. Ja. Also, die Sonne liegt tiefer, Sie liegen höher als Herr Hartmann. Ja, also wir müssen schon wenigstens die Bibliotheken, die wir haben, das ist ja das Maximum, ja, nicht mehr. Also ich würde tatsächlich alle Bibliotheken mit einziehen. Also jede Bibliothek, die Bücher hat, die vor 1945 erschienen sind, ja, hat verdächtige Verstecher. Völlig richtig, aber die öffentlichen Bibliotheken haben das eben nicht. Gut. Da, genau, ohne genaue Kenntnis. Bei den wissenschaftlichen Bibliotheken, also jede wissenschaftliche Bibliothek, die ich kenne, hat Altbestände. Jede? Ja. Gibt es Widerspruch, Ergänzung von der Kompetenz hier? Ich vermute, dass die Fachhochschulbibliotheken etwas anders ausgerichtete Erwerbungsprofile und Bestandssegmente haben als die wissenschaftlichen Universalbibliotheken. Aber ich würde Herrn Zürwes recht geben, also dass alle, die über Bestände verfügen, die im Rahmen des Zeitpunktes der Erwerbung, der Erscheinungsjahre, also vor 45 liegen, dass sie zumindest Verdachtsfälle in ihren Beständen haben. Und wir haben ja vorhin gehört, also dass, also ich weiß nicht, ob es der Langer gesagt hatte, aber die Frage, und ich glaube, Herr Zürwes hat es auch gesagt, die Frage des antiquarischen Ankaufs. Die könnten ja auch viel später gegeben haben. Also das heißt, im Aufbau der neuen Universitätsbibliotheken, in den rückwirkenden eben Beständen, die nicht da waren, die eben geschaffen werden mussten. Wir können im Prinzip die Provenienzforschung in das Raubgut bis in sozusagen die Gegenwart verlagern, um alle antiquarischen Ankäufe über historisches Bibliotheksgut, also letztlich unter diesem Aspekt zu beforschen. Also ich gehe davon aus, es gibt jedenfalls eine durchaus hohe Zahl von Einrichtungen, die im Thema sich der Sache auch annehmen könnten. Und sollten. Und so. Herr Lange, Sie sind unser weitgereister Gast. Ihnen gebührt das Schlusswort. Oh. Ich halte NS-Raubgutforschung nach wie vor, seitdem ich das mache, und je mehr ich mache, umso intensiver wird die Einstellung dazu für moralisch unbedingt notwendig. Darüber hinaus Provenienzforschung für jedes Haus, egal ob wissenschaftliche Bibliothek oder öffentliche Bibliothek mit Altbestand, ein Zugewinn zur eigenen Geschichte, zur Vergewisserung der eigenen Geschichte auch. Das, was Bibliotheken manchmal auch immer wieder abdelegieren wollen, ist einen gewissen Bildungsauftrag auch zu haben. Also wir sind nicht nur Informationsdienstleister, sondern wir haben auch einen gewissen Bildungsauftrag, den wir uns doch nicht wegnehmen lassen sollten.
Also von daher ist die Forschung zu Provenienzen und speziell zu Raubgut immer ein Zugewinn und moralisch nach wie vor notwendig und integer. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie auch hier vorne. Vielen Dank für Ihre Konzentration und Ihre Beiträge.